Cookies, Comic-Cookies, lecker. Comic-Cookies Episode 53 über die DC-Comics mit der lieben Christina. Hallo. Hallo. Hallo, Steffen. Jetzt wird sich jeder fragen, die Christina, die kenne ich noch gar nicht. Also, Crossover-Hörer könnten sie kennen aus Etage 13, da war sie schon mal ganz kurz zu Gast. Stell dich doch mal ganz kurz vor, sofern du dich vorstellen möchtest. Ja, also mein Name ist Christina. Mehr hat euch nicht zu interessieren. Genau. Oder wie? Nein. Was soll ich denn über mich sagen? Ich glaube, ich bin so ein kleiner Nerd. Nerdmädchen. Nerdmädchen, so ja. Also Nerdmädchen. Nerdmädchen, lese Comics, spiele mit Lego. Nein, baue mit Lego. Genau, also wenn es dann einmal gebaut ist, steht es einfach nur noch da. Richtig. Und davon gibt es hier jede Menge. Ja, definitiv. Todesstern, sag ich dann nur. Und ein großer Sternzerstörer. Ja. Da. Ja, ich sehe es. Die Disney-Dinger da unten drunter. Okay, egal, wir schweifen schon ab. Ja, stimmt. Ja, mag alles, was man so als Nerdgirl mag, ja. Star Wars, Star Trek, Comics. T-Shirts, ja. Figuren. Alles voll hier. Spiele, ganz viele DVDs und Serien. Ja. Ist auch so ein kleines Nerdmuseum hier. Ja, yep, definitiv. Und das ist jetzt nur das Wohnzimmer. Ich habe jetzt noch nicht in den anderen Zimmern. Ja, ich bin hier zu Gast. Vielen Dank, dass ich erstmal Gast sein darf. Ja, bitte, bitte. Und wir haben uns überlegt, also ich habe mir überlegt, eigentlich, letzte Folge hatten wir die 52 und da habe ich dann so im Nachhinein gemerkt, Mensch, 52, da war doch was. Da wolltest du eigentlich über DC-Comics reden, aber da kam uns dann der Horst so günstig in die Quere, im positivsten Sinne natürlich. Und deswegen habe ich jetzt überlegt, machen wir das doch jetzt einfach in der 53. alle Nerds werden uns jetzt hassen. Aber egal. Wir haben noch ein Universum zum Multiversum hinzugefügt. Genau, wir haben einfach jetzt noch dieses Universum hier. Genau. Selbst da werden uns jetzt die Nerds auf die Erde steigen, ja. Und sagen, das gibt's doch schon. Yeah. Das ist doch Erde 1. Yeah. Also dieses Erde 1 Universum, Begriff? Ich dachte eigentlich, das wäre das Universum. Also das. Ja, auch. Und dann gibt es auch dieses andere Erde 1 Universum, das Erde 1 heißt. Also diese Comics, Batman Erde 1, Superman Erde 1, kennst du? Oh, ja, ganz dunkel. Ja. Aber ich weiß nicht genau, ob ich die gelesen habe. Es sagt mir was, aber. Genau. Also das gibt es so ja auch noch so. Ja, jedenfalls. haben wir uns überlegt, wir wollten mal über DC reden, weil du bist große DC-Anhängerin. Ja, stimmt. Habe ich gehört. Genau. Ja, wenn man halt in den Comicladen geht und sagt, ich lese alles, pack mir alles von DC weg, ich glaube, da kann man das schon sagen, oder? Ja. Definitiv. Jetzt müssen wir vorsichtig vorher mal noch anfragen, liest du denn auch noch was anderes außer DC, bevor man das jetzt vergessen. Natürlich. also zum Teil... Ja, so listige Taschenbücher. Nein, eigentlich gar nicht mehr so viel. Auch Asterix. Und eigentlich viel Graphic Novels. Und auch noch mal ab und an ein paar Mangas. Also, das böse Wort gesagt. Ich habe das böse Wort gesagt. Also die beiden bösen Wörter eigentlich. Du meinst Graphic Novels und Manga? Nein, wir wollen ja hier keine Klischees strichen. Nein. Da gibt es andere, die das tun. Ja, genau. Aber zurück zum Hauptthema, DC. Darüber wollten wir uns heute mal ein bisschen unterhalten. Wie hast Richtig. Du denn das DC-Universum für dich entdeckt? Ja, das kam so. Ich habe angefangen, eigentlich, jetzt kommt wieder das böse Wort, wieder angefangen, Comics zu lesen. Eigentlich mit Abenteuer in der Elfenwelt. Mhm. Und da war so ein Flyer dabei. Mhm. Und da war Magic Knight Ray Earth von Clamp. sozusagen als Werbung mit drin. Das ist ein Manga. Also, wo wir wieder sagt mir das wo wir wieder bei meinem bösen Wort wären. Ja. Naja, und dann, ich fand die Zeichnung echt total super und habe angefangen, ja, dann eigentlich Mangas zu lesen. Und dann bin ich irgendwo in so einem Buch, so ein Bahnhofsbuchhandel, Kiosk, Bahnhofsbuchhandlung heißen die, ne? Ja. Die hatten auf so einem Wühltisch Comics gehabt. Und zwar war das Witchblade, Darkness und
diverseste andere Sachen von Splitter damals noch. Splitter alt. Genau, Splitter alt. Das ist nicht der Geist von Stimmt. Ja. Ja, genau, Splitter alt. Die haben die da so ein bisschen verramscht. Das waren teilweise sogar so Chromecover. Fand ich total toll. Ich fand die Zeichnung schön. Und damals hat das noch Michael Turner gezeichnet. Mhm. Ja, und da habe ich eigentlich so ein bisschen mit OS-Comics angefangen. Ich bin ja auch so ein Chronologieleser, deswegen habe ich, ich wollte schon immer eigentlich mal so DC, Batman, Superman und sowas lesen. Mhm. Mich hat aber das abgeschreckt, dass die halt schon seit den 30er Jahren auf dem Markt sind, ja. Und das ist schon so viel zuvor zu lesen. Ja. Das kann man gar nicht aufholen. Also ich kann auch keine Serien anfangen, ohne von vorne anzufangen. Mhm. Das geht nicht. Also, also so Fernsehserien, ja. Und deswegen hat mich das halt immer so davon abgehalten. Naja, und aber ich fand zum Beispiel Michael Turner total super Zeichner, hat ja dann auch noch Fathom rausgebracht und der hat dann irgendwann auch was für DC gemacht. Das war nämlich Batman, Superman, Supergirl, wo die neue Supergirl kam. Und da habe ich angefangen, DC-Comics zu lesen. Gut, ich meine, das war ja so ein relativ günstiger Einstiegspunkt, ja. Sage ich jetzt mal. Hast du dann eigentlich Public Enemies, den Vorgänger, dran auch noch mitgenommen? Oder? Nee, wobei... Oder hast du den nicht nochmal nachgekauft? Ich gab's glaube, ja nochmal jetzt, vor kurzem. Nee, ich glaube, den hatte ich damals auch schon gehabt. Ah, aber okay. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also auf jeden Fall, das war, glaube ich, Band 1 und Supergirl war Band 2, ne? Dann habe ich mit Band 1 angefangen. Wenn sie in den Zusammenhängen. Ja, stimmt. Ja. Also ich habe mit Band, also wie gesagt, ne, Chronologieleser, Band 1. Okay. Ja. Ja, und was hatte ich dann umgestimmt, das Ganze weiter zu verfolgen? Ich fand irgendwie ich fand die Geschichte cool und auch die Zeichnung schön. Dann hat Michael Turner noch andere Sachen gemacht, nämlich glaube ich, ich weiß nicht, ob er nur das Cover von Infinite Crisis gemacht hat oder auch mit gezeichnet hat. Ich glaube nur das Cover, ne? Aber das fand ich halt auch schön. Dann habe ich gedacht, na gut, guckst du mal rein. Hab da angefangen zu lesen und fand die Geschichte echt spannend. Und da habe ich dann eigentlich angefangen, sobald die Charaktere irgendwie neu aufkamen, einfach zu Wikipedia zu gehen und zu gucken, okay, wie ist die Story, wie ist die Hintergrundstory, um so einfach mal ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen. Und habe dann festgestellt, ach, das geht ja doch. Man kann einsteigen und einfach vielleicht Sachen nachlesen und fand dann auch viele Charaktere. Das war ja auch vor allem Justice League dann auch sehr interessant. Ich meine, Batman kannte man ja schon aus den Filmen. Ja, Superman war sowieso ein Begriff. Ja. Und fand dann aber auch Wonder Woman und vor allem auch Green Lantern und Flash richtig cool. Und dann habe ich angefangen, DC-Comics zu lesen, so querbeet. Ich meine, mittlerweile hast du es ja selber mitbekommen, dass das bewusst ja immer wieder von DC so versucht wird, da einen Neueinstiegspunkt zu setzen, damit da auch neue Leser hinzukommen. Genau, ja, richtig. Ja. Und die Alten nach Möglichkeit nicht zu sehr verprellt werden, was dann mitunter auch nicht ganz funktioniert, aber naja, gut. Ja, ja. Ja. Genau, so war das bei mir. Und bei dir? Bei mir war es. Was so das Hintergrundwissen war ganz ähnlich. Also ich kannte das alles irgendwie schon, was heißt denn alles? Also hat sich alles so über die anderen Medien erschlossen. Also das heißt über Fernseh, Großen und Ganzen. Also der Einstiegspunkt war eigentlich, die erste Begegnung war mit Batman. Das war so 89, als dann der Mauerfall war und wir das erste Mal in den Westen gefahren sind. Dann gab es halt da diese Batman-Figuren und das wurde natürlich damals gehypt, weil damals der Batman-Film von Tim Burton rauskam. Ja, stimmt. Ja. Und dann, ja, war es ein bisschen um mich geschehen. Und irgendwie in dem Zuge haben die damals dann auch auf Sat.1 die 66er TV-Serie, Live-Action-Serie praktisch wiederholt und die habe ich mir dann mit Begeisterung angeguckt. Die war halt auch so kindlich naiv, so dass man das als 10-Jähriger bedenkenlos gucken konnte. Und und habe dann halt das immer weiter verfolgt mit Batman und Batman ist dann halt immer mal wieder aufgetaucht und so richtig gepackt hast mich dann so im Jahr, wann war das dann, 92 glaube ich, gab es dann die Zeichentrickserie bei ProSieben, die neue. Es gab ja dann mal eine, die auf die 66er sich bezogen hat, die wurde irgendwo mal wiederholt, die habe ich dann natürlich auch geguckt, aber so richtig gepackt hat es mich dann halt mit der und dann gab es die Heftserie dazu, die Adventures von Dino Comics hierzulande. Ja, und
da haben sie es dann strategisch günstig gestreut, dass sie da einen Crossover mit Superman drin hatte, der auch noch lange Haare hatte. Den kannte ich natürlich auch aus dem Film vorher oder aus, ebenfalls in der Zeichentrickserie oder Max Fleischer Cartoons damals. Und und dann wollte man natürlich wissen, wie ist es dazu gekommen, dass er jetzt auf einmal lange Haare hat. Also nicht nur, dass es ein modisches Ding war, sondern das war ja dann irgendwie so Superman lange Haare. Was hat das einen Hintergrund? Und den hatte es ja tatsächlich. Und das habe ich dann während meiner Lehrzeit erstmals selbst Geld verdient und dann praktisch die Carlsen-Bände nachgekauft von Supermans Tod. Ja. Das und kam damals bei Carlsen raus? Erstmals bei Carlsen. Krass. Also 4 Bände Superman. Nee, warte mal, Moment, stopp. 1 Band Supermans Tod. Yeah. 2 Bände Die Welt ohne Superman und 4 Bände Die Rückkehr von Superman. Okay. Mhm. Ja, ich habe mir das jetzt irgendwie mal vor Jahren in so einem englischen Megaband nachgekauft, weil ich das, also damals dann halt auch, habe ich dann auch gedacht, jetzt musst du mal wenigstens die Superman-Story lesen. Genau. Und, ja, das hatte jetzt Panini vor ein paar Jahren wieder neu, richtig. Ja. Mm. Und bevor es aber dazu kam, hatte ich die größte Offenbarung überhaupt war halt DC gegen Marvel. Und waren halt auch ganz viele Figuren drin, die mir schon Spider-Man kannte ich aus Zeichentrickserien. Mm. Wieder mal. Und dann hieß der aber auf einmal Ben Reilly und nicht mehr Spider-Man. Mm. Nicht mehr Peter Parker. Peter Parker, ja. Ich muss, Disclaimer, ich habe Bier davor getrunken. Und was war's? Wie hieß es? Odinstrunk. Odinstrunk, passt ein bisschen zum Thema. Fast. Anderes Marvel, Universum. Also, aber, ich wollte gerade sagen. Gut. Genau, und da war dann auf einmal ein Superboy. Superboy kannte ich auch schon irgendwie. Gab es ja auch früher schon Zeichentrickfilm und was weiß ich, Comics. Und man hat ja auch immer mal ein paar Comics gesehen vorher. Aber so richtig gesammelt habe ich die dann halt nicht. Aber dann war das ein Superboy mit einer Lederjacke. Und stimmt. Und dann hieß das aber auch, das wäre ein Klon. What the fuck? Und dann Spider-Man wäre aber auch irgendwie ein Klon oder doch nicht. Und wie jetzt? Was jetzt? Was ist hier los? Und dann hinten auf der redaktionellen Seite wurde dann einiges erklärt. Der Flash hieß auch Wally West. Ich kannte nur Barry Allen aus der TV-Serie damals. Und Green Lantern, der war ja cool, der hat mich absolut geflasht, weil den kannte ich vorher überhaupt noch nicht. Also, aber hat einen Kraftring und kann damit echt alles erzeugen. Und das war halt damals Kyle Rayner. Mhm. Und das war optimal, weil der hatte halt so keine weitere Vorgeschichte erstmal in dem Sinne und war die einzige. Also das war im Grunde für sich ein neuer Held. Ja. Erstmal so. So wurde der reingeführt. Das war halt optimal. Also das war so als Startpunkt optimal. Alles andere hat man sich dann so nach und nach drumherum, also dann taucht halt Hal Jordan auf oder die Vorgeschichte, Fall von Hal Jordan, die ja auch im Tod von Superman dann angestoßen wurde. Ja, stimmt. Wurde ja dann das obligatorische Motorrad im Podcast. wurde dann auch nochmal neu aufgelegt, oder auch gebracht von Dino damals. Also die haben dann die Lücke geschlossen zwischen Carlsen-Bänden und praktisch dem Green Lantern Neustart. Ja. Ja. Und das war so mein Anfang. Ja. Ja. Ziemlich hektisch damals. Aber stimmt, das Overkill. Ja, gut, also ich meine, Infinite Crisis war jetzt auch nicht gerade. Stimmt. Also ich habe dann auch, ich saß dann noch da und dachte so, was soll das eigentlich alles? Also auch mit diesen Multiversen und keine Ahnung was. Also wenn du das erste Mal liest, denkst du ja auch so, was? Welcher Kreis ist jetzt, was hat sie jetzt? Was? Welcher Kreis jetzt hat sie jetzt gerade? Infinite Crisis. Ah ja, okay. Ja, wo sie ja dann wieder im Prinzip, wo warst du? Bei der Identity Crisis. Ach so. Stimmt, ja, die war ja auch noch. Ja, aber ja. 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 Infinite Crisis haben die ja dann nochmal, Dino nochmal aufgelegt. Mhm. Aber wobei das war halt vor Panini, ne? Das war noch, ja. Wobei Identity Crisis habe ich dann auch noch nachgelesen. Und ich habe natürlich dann auch Crisis of Infinite Earth, diese Komplettzyklus, den haben sie mal, ich weiß, also da gibt es wirklich so ein US-Band, also das habe ich mir dann wirklich mal so als Hardcover-US-Ausgabe, das ist so wirklich ein fetter Schinken, mal der gekauft, mir, um das schon, wirklich mal komplett zu lesen. Also wo dann auch mal wenigstens DC
mal so ein bisschen gesammelt hat, sage ich mal. Ja, weil manchmal, das finde ich ja immer so schön, sage ich mal, an den Panini-Bänden, dass sie dann immer so ein bisschen das kompakter halten, weil Nee, Infinite Earths war ja damals ja das große Ding. Genau, ja. Das also das erste Mal das Universum komplett überholt hat. Ja, ne? genau. Mhm. Das war dieses ja, ganz das große, wo ja auch das dann... Das war das, was Dino rausgebracht hat. Ja. Wo dann Supergirl am Ende dann auch stirbt. Deswegen war das, es schließt sich wieder der Kreis, weil das war ja dann, da wo ich angefangen habe, kam ja auf einmal wieder ein Supergirl. In der Zwischenzeit, das waren ja dann fast 20 Jahre, gab es kein Supergirl mehr. Nicht ganz. Also, oder 15, nicht ganz? Nee. Komm ich zurück auf der Tag, an den Superman starb. Da gab es ja dieses Alien Supergirl, also diese so eine Art Matrix war das, und die hatte das Aussehen von Supergirl angenommen. Wer flackert denn da? Kann sein. Ich weiß nicht. Vielleicht Flugzeug. Ja. Stimmt. Und die hatte dann so das Aussehen von Supergirl. Und die hat aber mehr oder weniger für Lex Luthor gearbeitet. Uh-huh. Der wiederum ein verjüngter Klon von sich selbst war. Also, total abstrus. Ja. Aber das war damals so Superman, der Tod von Superman. Das war halt, ich muss das also, das ist, schon. Da war so viel Zeug drin. Ja. Also das, dann allein die vier Supermänner und ja, stimmt. Du wusstest zwei, konntest du direkt ausschließen. Ja. Die konnten es ja gar nicht sein. Ja, das stimmt, ja. Weil der eine hat schon immer gesagt, ich bin ein Klon, und der andere war halt offensichtlich nicht Superman. Also war halt John Henry Irons, der in Gedächtnis oder in Gedenken an Superman praktisch sich eine Rüstung geschmiedet hat und unter seiner Flagge praktisch als Steel dann, oder Man of Steel ja am Anfang auch noch genannt. Das war ja das Witzige, die hatten ja dann... praktisch die ganzen Synonyme von Superman hatten sie ja den vier verschiedenen Supermännern gegeben. Also Mann von Morgen war dann, glaube ich, entweder was der Eradicator oder der Cyborg-Superman, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, also. Es ist, glaube ich, für mich zu lang her. Ja, ich habe auch gerade überlegt, eigentlich wäre es ja jetzt auch wieder die richtige Zeit, das zu lesen vor dem Justice League-Film, der dann ja übernächstes... Du willst ja jetzt etwas spoilern, oder? Nein, ich will nichts spoilern. Gut. Okay, ich bin ruhig. Gut, dass wir uns da klar. Nein, wir können gerne spoilern, dann müssen wir es nur vorher sagen. Ja, also, mehr sage ich dazu auch nicht. Nee, brauchst du auch nicht. Brauchst du auch nicht. Aber wir können ja sagen, dass da schon ein Bild wieder aufgetaucht ist. Aber gut, wir heißen nicht Matthias, wir spoilern jetzt hier nicht an der Stelle. Matthias, du hörst das nicht. Matthias, du weißt, wie es gemeint ist. Du bist manchmal so ein Typ, der möchte ganz gern mal aus sich rausplatzen. Ja, gut. Ja. Ja, und dann? Ja, und dann kam ganz viel. Was war denn dann so die Serie, die dich so, oder was war denn das so, was dich dann so gepackt hat? Also mich hat eigentlich, also ich, großer Batman-Fan, wie du ja auch, und wie du ja auch, Green Lantern. Verdammt. Das wird ein bisschen einseitig heute. Nein, glaube ich nicht. Wir haben ja noch ein bisschen. Also, nee, also genau, bei neuerem Material dann wir doch wieder auch über den andere Film Sachen. Noch reden dann. Richtig. Ja. Aber ja, also Green Lantern, ich glaube, das kommt so ein bisschen auch durch das Weltraumthema. Also bin ja schon auch so ein bisschen durch Star Trek geprägt worden und mittlerweile ja auch ein großer Star Wars Fan. Gibt's ja jetzt ein Crossover, ne? Oder gab's schon? Also geht nicht so an dich? Ich weiß nicht. Nein, ja, ich finde solche, also es gab ja zum Beispiel auch ein Crossover zwischen, also im Comic von so Star Trek und Doctor Who, wo ich auch gedacht habe, so man muss manchmal, aber ja, ich kenne es ja selber auch noch nicht. Nee, vielleicht mal reinschauen, ja, wenn man nicht noch so viel anderes Zeugs zu lesen hätte, wie das immer so ist. Ja. Ja, nee, aber also Green Lantern fand ich irgendwie faszinierend. Ich weiß nicht, der Charakter, also ich habe... Mit welcher Green Lantern? Halt, das war dann bei Das war dann schon Hal Jordan, genau, ja. Also der erste wieder war sozusagen wieder die Green Lantern. Der optimale Einstiegspunkt natürlich, ja. Ja, genau. Wobei man, also ich empfehle heute meistens sogar zuerst Origins zu lesen, also Green Lantern,
Origins oder Secret Origins? Wie Secret Origins, genau. Glaube ich, ja. Ja, also praktisch die Neuinterpretation der Herkunftsgeschichte von Geoff Jones, dann Rebirth zu lesen und dann praktisch alles, was weiterkommt. Ja. Ja, stimmt. Eine gute Reihenfolge, also, ja. 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 Ja, nee, also. Wobei, umgekehrt ist auch nicht schlimm, aber ja. So empfehle ich es halt, weil dann hat man erstmal so den und dann. Ja. Weil du das, sonst wirst du in Rebirth wirst du ja direkt erschlagen mit den ganzen anderen Greenlandern. Ja, genau. Also ich meine, wie gesagt. Dann kommt der eine wieder und dann ist der andere und der ist dann plötzlich auch wieder eine. Also so war das ja bei mir auch, weil ich ja halt, wie gesagt, mit Infinite Crisis beziehungsweise dann auch Identity Crisis so ein bisschen angefangen hatte. Mhm. Da war ja noch Hal Jordan wieder Green Lantern und da gab es auch nur die eine Green Lantern logischerweise, weil ich meine, das war ja eh schon Crossover und dann habe ich mir Rebirth gekauft, das kam damals in so einem schönen Hardcover, hat eine Panini das nochmal neu aufgelegt. Mhm. Den hatte ich mir dann gekauft. Also, der Flash war in so einem roten und der Green Lantern in so einem grünen. Und die wir beide dann auch nochmal in diesem Hardcover gekauft damals. Ja. Also echt eine schöne Ausgabe auch. Mhm. Und ich glaube, da war sogar noch ein Druck dabei, oder? Kann das sein? Mag sein, ja. Ja, also auf jeden Fall. Und dann habe ich das halt auch gelesen und dann dachte ich so, ui. Da gibt es ja noch ein paar mehr. und dann bin ich so langsam in dieses Universum eingestiegen. Und ich muss sagen, mir gefällt es ganz gut. Ich finde halt auch ist auch schon irgendwie klasse, wie sich die Künstler da so ausleben können von den verschiedensten Charakteren und von den verschiedensten Figuren und was es da so alles gibt. Und ich meine, dann kam ja später noch Blackest Night, dann die... Langsam, immer okay, der Reiner. Das war ja das Schöne, weil Geoff Jones hat sich ja dann so richtig ausgetobt. Also du hast schon gemerkt, er ist irgendwie Fanboy von Green Lantern. Ja. Er ist Hal Jordan Fanboy. Kyle Rayner ist irgendwie immer ein bisschen hinten runtergefallen, was ich ihm nie so richtig verziehen habe, aber okay, ich kann es verstehen, weil so wie ich an Kyle Rayner halt hänge, hängt er dann offensichtlich an Hal Jordan und Vielleicht gilt da das Gleiche wie bei Doctor Who, die erste Green Lantern ist deine Green Lantern, weil ich hänge auch eher vielleicht mehr an Hal Jordan als an Kyle Rayner, muss ich sagen. Ja, genau also. So ist das. Ja, weil ich hab halt Green Lantern mit Kyle Rayner entdeckt. Ja. Und da war wirklich, wie gesagt, das Schöne, da hing halt überhaupt kein Ballast dran. Also man hat zwar rausgefunden dann über Fall von Hal Jordan, was ja dann unmittelbar in dem Dunstkreis kam, okay, da gab es das Green Lantern Corps und dann gab es was weiß ich noch und die Wächter und aber das haben die alles runtergebrochen aufs Minimale damals und das fand ich überragend, weil du konntest dich erstmal mit der Figur an sich beschäftigen, was die alles kann. Gelbschwäche hatte die halt auch nicht, was die ja vorher irgendwie hatten. Und hatte dann wiederum andere Sachen, egal. Und da war halt so dieses Zwischenmenschliche, das war da sehr, sehr stark. Mhm. Also der hat dann halt sein eigenes Privatleben da irgendwie ausgelebt und sich in New York auch niedergelassen und da praktisch so sein Umfeld geschaffen. Und so dieses ganze Zwischenmenschliche, was auch so ein bisschen seifenopernmäßig war, was man halt auch sehr häufig von Spider-Man kennt. Mhm. Also das haben sie dann halt so versucht, da ein bisschen mit rein zu transportieren und das hat ganz gut funktioniert. Mhm. Und das hat so den Charme auch von der Figur wiederum ausgemacht, was du jetzt ja gar nicht mehr hast eigentlich so in dem Sinn. Oder? Also gut, du bist weiter als ich. Ja, ich wollte gerade sagen, stimmt, du bist noch nicht so weit. Also kann ich dir eigentlich nicht zustimmen, weil ich habe nämlich gerade genau in dem Punkt gedacht, das haben sie jetzt ja wieder so ein bisschen drin, aber ich will jetzt nicht spoilern. Mit Kyle oder mit Kyle? Mit Kyle, ja. Also ich weiß nicht, wie weit du bist, ich sage jetzt nichts. Lies einfach weiter. Gut. Genau, aber das war so das und dann, als dann Hal Jordan wiederkam, hat mich das aber trotzdem auch geflasht. Also fand ich auch sehr interessant und viele haben auf die Rehabilitierung geschimpft, wie sie es dann erklärt haben, dass es dann praktisch ein Parasit war, der da praktisch von ihm Besitz also das war die einzig mögliche Variante, sonst anders hätte es nicht machen können. Ja, stimmt. Glaube ich. Und das habe ich auch nie übel genommen. Also das nicht, ja. Dass er dann kurze Zeit später mal kurz Kyle Rayner auch zum Parallax machen musste, das ist dann schon eher, aber es hat dann sogar in der Geschichte stimmig gepasst. Es sollte halt symbolisieren, dass jeder praktisch davon befallen werden kann. Ja.
Und das war ja dann schon die große nächste Green Lantern-Storyline, die praktisch, wie man das von den Batman-Geschichten oder von den Batman-Titeln schon kannte, also sagen wir mal, ein titelübergreifendes Ding war. Das war der Sinestro-Core. Stimmt, ja. Ne? Der war dann praktisch auf, es gab ja damals nur in Anführungszeichen zwei Reihen, die praktisch, also Green Lantern und Green Lantern Core. Ja. Die waren halt die ausführenden Titel, sagen wir mal. Aber das haben auch andere Titel, glaube ich, so ein bisschen mit reingespielt, ne, oder? So ein bisschen, aber was mir nämlich geringfügig so gerade einfällt, ist auch, dass zu dem Zeitpunkt ist ja auch eigentlich nur zwei Lantern Cores gab sozusagen, in Anführungszeichen. Ne? Ja. Weil es gab das Green Lantern Core und das Sinestro Core. Gut, die Star Sapphires gab es schon vorher. Stimmt, die Star Sapphires, ja. Aber so als Core, also der Core-Gedanke ist dann auch erst danach gekommen. Ja. Wie hieß denn dieses Crossover oder dieser komplette Zyklus? Das war nicht Blackest Night, das war schon vorher. War of the Lights? Ja. Oder was war das? Ich meine, ne? Tja. Ja, jetzt schlecht vorbereitet. Schlecht vorbereitet, ja. Hier rechts ist jetzt. ich meine, War of the Light wäre das gewesen. Nee, das war später. Egal. Ja. Also es gab dann im Vorfeld jede Menge so Storyline-Arcs, aber auch wiederum über die beiden Serien, die sich halt damit beschäftigt haben, diese andersfarbigen Cores aufzubauen, beziehungsweise Orange Lantern, kann man jetzt sich streiten, ob das ein Core ist. Das ist im Grunde einer, der sich ein eigenes Core praktisch aus Lichtprojektionen zusammenbaut erstmal. Aber naja, gut. Ja. Und dann kam tatsächlich ein riesen Crossover über das gesamte DC-Universum, das von den Green Lanterns ausging. Und das war schon fest. Also und dann auch die verschiedensten Figuren aus dem DC-Universum wiederum als Vertreter des einen oder anderen Core zu sehen. Ja. Weiß nicht, wie du das dann so verfolgt hast. Doch, ich habe das auch komplett eigentlich gelesen. Mhm. Also ich habe, wie gesagt, ich bin ja, Panini hat das ja auch komplett als glaube ich, als Komplettserie rausgebracht, plus dann noch verschiedenste Tie-ins, ja. Und ich habe die eigentlich auch, ich habe die alle gelesen. Also ich fand, das war schon richtig cool. Es hat sich dann am Ende so ein bisschen verloren. So ein bisschen, also die Auflösung fand ich dann. Ja, wie so oft, ne? Ja, wie so oft bei so großen Events, ja. Aber an und für sich, also wenn ich mir überlege, Flash als Blue Lantern, also das war schon, also oder also die verschiedensten Mera als Red Lantern Lex Luthor als Orange Lantern. Ja. Also es hat schon auch teilweise von den Charakteren auch gut gepasst, also es hat Spaß gemacht auf jeden Fall, ja. Und ja, die Blue Lanterns waren ja auch nochmal so eine eigene Sache, die ich immer sehr interessant fand, weil die so ein bisschen irgendwie den Sidekick-Charakter hatten plötzlich. Also, weil das dann hieß, die funktionieren irgendwie nur, wenn der Green Lantern in der Nähe ist oder so. Ja. Und geben aber dafür der Green Lantern auch nochmal extra Power. Ja, oder genau. Und dann, also das war, war dann nochmal so ein extra Bonus. Aber gut, Red Lanterns hat man halt irgendwie versucht zu erklären über, Abtrünnige, die sich da, beziehungsweise die halt Schicksalsschläge erlebt haben, sag ich mal, die sie halt auf diese Rache gebracht haben, hätte ich jetzt vielleicht auch schon eher gesagt. Also wenn ich da an Anthrozytos denke, wie man auch immer ausspricht, der ja Gesundheit, der ja damals auf dem wie hieß der Planet nochmal im Sektor 666? Den Manhuntern der komplette Planet platt gemacht wurde. Ne? Mhm. Er war der einzige Überlebende und Das waren ja dann auch andere, die dann irgendwie auf so einem Gefängnisplaneten waren oder was? Ne? Genau, ja. Und die haben sich dann zu diesem Red Lantern Corps zusammengeschlossen.
Und ja, was ich, das Einzige, wo ich nie so richtig durchgestiegen bin, war halt dieses Indigo-Core. Ja, also so ganz, also ein bisschen wurde jetzt mehr erklärt, wo die herkommen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich es dir... Du, mach. Also das Indigo-Core, da kam dann raus, dass auf dem Planeten, wo die leben, das war eigentlich auch ein Gefängnisplanet. Mhm. Und dass sie sozusagen... ja, also zu diesem Indigo-Core wurden, um ihre, also dass das eigentlich alles Mörder und also wirklich, Uiuiui. Ja, ja, waren und dann aber durch, wie soll ich sagen, also durch dieses, ja, es ist ja eigentlich ein Violet Lantern oder also im Prinzip ja. Durch dieses violette Licht halt, ja, das Büßerlicht sozusagen, ja, und deswegen jetzt hier, aber so ganz schlüssig wird es auch immer noch nicht so wirklich erklärt. Gerade ja. Bei diesen Indigo-Länder-Core sind, Matthias sagt immer, snickt. Stimmt, da können wir, vielleicht sollten wir demnächst immer Nock sagen. Nock, Nock, Nock weil Nock. Ich gerade vorschlage. Wir antworten dann immer Nock, Nock, der hört das ja eh nicht. Und selbst wenn er es hört, dann weiß er es. Aber der wird das nicht wundern. Das ist eine super Idee. Ja, immer wenn das nickt, sagt, antworten wir noch. Noch. Ja, was haben wir denn als nächstes dann? Naja, dann hat es ja gar nicht mehr so lange gedauert bis zu dem großen umwälzenden DC-Neustart. Ja. Willst du mal kurz erklären, wie es dazu kam? Für diejenigen unter unseren Hörern, die das vielleicht noch nicht wissen. So ganz genau... Wie kam es denn dazu? Ja. Jetzt bringst du mich in eine peinliche Situation. So ganz genau. Also es fing ich das so auch ein bisschen an mit Flash Rebirth. Ja. Was war denn das? Stimmt. Also ich wollte jetzt eigentlich nicht von der Geschichte anfangen, sondern eher sagen, der Verlag hat sich halt gedacht. Ach so, du hast so von der Verlag... Nee, ich meine schon eher ja, jetzt so... Geschichte ist gerade... Von der Geschichte so an sich, aber... kann auch dann nochmal überlegen, was der Verlag sich dabei gedacht hat. Aber, also Flashpoint. Jetzt komme ich schon. Genau, Flashpoint. Disclaimer, ich hatte Bier. Also, es ging los mit was habe ich gerade gesagt? Flashpoint. Nein, vorher. Nein. Rebirth. Rebirth, genau. So, richtig. Ich bin unkonzentriert. Ja. Rebirth. Dasselbe, was mit Green Lantern funktioniert hat, sollte jetzt auch mit Flash funktionieren. Hat aber, glaube ich, nur bedingt funktioniert. Also war gut, aber war jetzt nicht, hatte jetzt nicht so die umwälzenden Ereignisse wie Green Lantern Rebirth, genau. Und man hat es dann versucht, so ein bisschen künstlich herauszukitzeln, indem man gesagt hat, okay, wir machen jetzt trotzdem ein Crossover, wo der Flash der Auslöser ist. Und das war dann Flashpoint. Mhm. Und was ist da nochmal passiert? Ich hab's gelesen, ja. Aber ich musste ganz ehrlich sagen, ich fand so spurlos an mir vorüber. Ja, also nicht spurlos, ich weiß nicht, ich fand das sehr verwirrend. Ja, also... Also diese ganze Flashpoint-Story drumherum irgendwie, es hat mich nicht so gezogen. Der Grundgedanke war der, dass man gesagt hat, Flash verhindert den Tod seiner Mutter. So. Stimmt. Und das löst dann Folgendes aus. Das komplette DC-Universum dreht sich auf links. Und natürlich nie das komplette, das ist ja immer so, aber wir sehen bekannte Charaktere einfach in völlig verschiedenen Situationen oder völlig anderen Situationen wieder. Also Aquaman und Wonder Woman bieten sich eine Schlacht gegenseitig, haben auch schon vorher mal versucht, das Ganze friedlich zu lösen, indem sie so eine Art Herrschaftsehe eingehen und so weiter und so fort. Aber das ging irgendwie schief und dann, weil Verräter in beiden Lagern und das war die eine Geschichte. Dann das andere war, dass Hal Jordan halt keine Green Lantern war, sondern Abinjo überlebt hat, der dann weiterhin Green Lantern war und trotzdem hat man irgendwie von Hal Jordan noch Geschichten erzählt. Flash an sich gab es ja dann eigentlich nicht. Aber irgendwie ist er dann doch wieder Flash geworden. Also ich glaube, mit der Hilfe von Batman war das. Es ist jetzt blöd, weil ich habe jetzt vor kurzem nochmal die Flashpoint-Paradox diesen Animationsfilm mir angeguckt. Ah, okay. Und da war es zumindest so. Ich weiß jetzt nicht, ob es im Comic genauso war. Ich glaube schon. Und
Aber wie gesagt, Batman also war komischerweise der Vater von Bruce Wayne. Also damals ist Thomas Wayne nicht gestorben, sondern ja, Bruce Wayne genau. wurde mit erschossen. Ja, 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 genau. Achso, nur Bruce Wayne wurde erschossen und Martha Wayne wurde zum Joker. Stimmt. Das war raffiniert. Das war echt raffiniert. Also das hat dann, ich hab mir echt überlegt, kaufe ich mir den Band, weil ich finde halt den, wie heißt der denn, der Zeichner, der Risso, der ich glaube Risso heißt der, der auch diese kaputte Stadt gemacht hat und sowas. Mhm. Den mag ich eigentlich nicht so, aber und 100 Bullets. Aber irgendwie hat es mich dann doch in den Fingern, also war ja auch praktisch alles in Sonderbänden, und hat mich dann doch in den Fingern gejuckt, weil den Batman wollte ich dann doch irgendwie mal lesen, den Alternativen. Mhm. Und ja, und das war dann ganz witzig, weil da war dann halt Martha Wayne, war dann Joker. Mhm. Ja. Und Dick Grayson war natürlich dann auch irgendwie mit den Graysons noch länger. Naja, irgendwie sowas war das, ja. Also wie gesagt, ich muss sagen, irgendwie, also wenn du es jetzt erzählst, kommt so langsam wieder. Aber ist dann wieder mal ein Film, den wir auf die Liste setzen? Ja. Ja. Leider auch nur in Englisch, aber na, mal. Du weißt, damit habe ich jetzt nicht die Probleme. Hm? Du nicht. Nee. Nee, aber das ist dann so, wenn man dann doch anfängt, alles von DC zu lesen, irgendwann, so manche Sachen gehen dann doch unter, fällt mir dazu gerade auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es ist sagen. Dann halt auch einiges, ne? Ja, es ist schon also, viel. Ich habe es ja vorhin schon mal kurz erzählt, Disclaimer, ich hatte ein Bier vor. Früher habe ich irgendwie die Geschichte mehr aufgesogen, gerade weil das halt so viel neues Zeug war. Yeah. Und das war dann dieser Overkill und dann DC und Marvel auch noch gemischt und Amalgam und Amalgam hat's, ist im Begriff. Nee, also das war mir vorhin schon DC, neu. DC gegen Marvel ist praktisch, war diese Geschichte, als sich die Verlage irgendwann mal einig waren und gesagt haben, okay, wir machen das jetzt mal so als Marketing-Gag, wir lassen mal unsere Figuren gegeneinander andrehen und lassen die Leser entscheiden, wer gewinnt. Jeweils, aus einzelnen Kämpfen. Also so wie damals mit dieser Batman-Story, mit Robin, so ähnlich. Wo man ja, gesagt genau. hat, ihr entscheidet, ob man genau. lebt oder stirbt. Und das dann halt jetzt aber quasi monatlich. Dann, ich weiß gar nicht, ich glaube, war auch monatlich damals die Serie. Cool. Gibt es da noch irgendwie? Das finde ich interessant. Oder muss man es mal ausleihen? Ich leite dir das gerne mal aus. Das ist, ist dann auf Deutsch tatsächlich als Heftreihe erschienen, aber dann auch nochmal als, das war das erste Paperback, was eine Heftreihe nochmal nachgedruckt hatte. Auf ja. Deutsch, also jetzt bei Dino damals schon. Und das Amalgam-Universum, also praktisch am Ende ist es dann irgendwie, wie waren das, knappe Sieger von einem, wie war das? Oh, jetzt bin ich durcheinander. Aber es war, also entweder war es knappe Sieger von einem oder es war halt unentschieden. Mhm. Und deswegen wurden dann beide Universen miteinander vermischt. Also die großen Gottheiten der beiden Universen haben sich praktisch so die Hände gegeben und dann wurde da ein Universum draus. Okay. Und der Einzige, der wusste, dass es beide Universen gibt und der wusste, dass es vorher zwei waren, war halt Excess, der Wächter. Excess. Ah. Also der konnte praktisch zwischen beiden Universen hin und her wechseln. Okay. Und und da hat man dann hat man kurz gesagt, wir schließen jetzt einfach zusammen und gab es dann so lustige Kombinationen wie den Super Soldier. Das war eine Amalgam aus Superman und Captain America. Dann gab es Spider-Boy, das war natürlich hochgroß. Ja, das war das Superboy mit Spider-Man. Die beiden Klone damals praktisch miteinander verknüpft. Und hat man ja auch immer schon mal überlegt, wenn es Superman und Superboy gibt, diese gibt es kein Spider-Boy, das war dann natürlich voll der Fanservice. Dark Claw, wer könnte das gewesen sein? Das ist jetzt interessant, weil du kennst die Geschichten nicht. Gab es da noch Dark Claw Adventures, wenn dir das weiterhilft? Dark Claw. Batman? Batman ist mit drin und Claw. Claw, Wolverine. Ja, genau. Okay. Ja.
Ja, musst du mir mal echt ausleihen. Das klingt lustig. Genau. Klingt das war dann halt auch Logan irgendwie. Und Bruce Wayne gab es aber extra noch als Boss von S.H.I.E.L.D. Moonlight und Nightwing war dann irgendwie in Moonwing natürlich zusammen. Und ja, das war ziemlich... Das ist so Dick Grayson, das ist doch schwul. Nein, Bitte? War nicht jetzt hat einen Überstand. Ja, gut. War nicht Moonlight... Der eine Marvel-Charakter, den sie jetzt vor kurzem als schwul geoutet haben. Ach so, als schwul weiß ich jetzt nicht. War, oder? Der war jetzt vor kurzem mal wieder da, ja. Ich meine, das wäre da gewesen. Aber, Ja, egal. Egal. Jedenfalls, ja. Also das war dann, also das waren jetzt nur die prominentesten, sage ich jetzt mal. Da gab es dann noch einige mehr und es war sehr witzig und es war auch, kam auch sehr gut an. Und deswegen haben sie dann nochmal eine Runde gemacht und haben dann auch nochmal das Amalgam-Universum aufleben lassen. In der zweiten Runde, das war dann ein bisschen unspektakulärer, da gab es dann halt so Paarungen Spider-Man gegen Wonder Woman oder sowas. Und, war ein bisschen merkwürdig dann. Ja. Und ich glaube, da gab es dann sogar ganz kurz auch nochmal neue Amalgam-Figuren, aber egal, wie auch immer. Also Das waren so Geschichten, die dich noch so richtig gezogen haben. Die erste haben, Welle ja. auf jeden Fall. Also die zweite habe ich dann natürlich auch erwartet, aber die hat mich dann nicht mehr ganz so begeistert wie die erste. Ich muss auch sagen, weil du sagst, der früher hat dich mehr begeistert. Ich bin es auch mittlerweile so ein bisschen eventmüde. Also gerade DC übertreibt es im Moment ein bisschen. Also ja, und die ständigen Neustarts genau. Also immer wieder die nächste Origin-Story von Superman oder von, also gut, ich meine, Batman hatten sie ja zumindest bei New 52 ja so gelassen, also da haben sie ja nicht wirklich was erneuert. Green Lantern erfreulicherweise auch. Ja, genau, also das waren auch die beiden, also ich vermute, das war auch, ein bisschen monetär gesteuert hat auch. Hat halt gesagt, ich habe jetzt so viel aufgebaut in den letzten Jahren, das wäre jetzt Quatsch. Ja, das waren aber auch die Serien, sage ich mal, die sich auch noch gut verkauft haben. Genau. Ne? Also ich meine, Never Change a Running System, sagt man beim Computer, vielleicht sagt man dann Never Change a Winning System oder so. Aber und jetzt kommt ja wieder, also ich weiß ja immer ein bisschen was schon gehört, aber auch noch nichts gelesen, weil bei Panini sind wir ja ein knappes Jahr, glaube ich, hinten dran. Bei einigen Serien, also der komplette Umschwung, den sie jetzt nochmal gemacht haben. Der komischerweise natürlich wieder Rebirth falls. Ja. von dem habe ich ein paar Sachen gehört, aber ich lese dann auch nicht viel, weil ich es mir halt auch nicht verderben will. Also deswegen, ich bin mal gespannt. Also wo sie noch so hinwollen. Also was mir positiv gerade bei New 52, was mir gefallen hat, was einfach so anders war, war zum Beispiel Wonder Woman. Mhm. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Mhm. Die ja dann noch nicht. Darf ich es trotzdem ein bisschen erzählen? Ich bin relativ... einfach so von der Geschichte her auch, also weil ja dann auch wesentlich mehr, ich muss dazu noch vorneweg sagen, ich bin ein großer Griechenland-Mythologie-Fan, noch so aus Jugendzeiten, ich fand das immer sehr faszinierend, diese ganzen griechischen Sagen und die ganzen Götter, die es da gab und so weiter, und das haben sie sehr schön halt in der, in dieser Wonder Woman-Serie dann auch mit reingebracht, die auf der Suche nach Zeus geht und es kommt Hera vor, Aphrodite, Apollo, also komplette Olymp, sage ich mal, ja. Mhm. Also echt schön gemacht und von den Zeichnungen her ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil sehr so ein bisschen mehr also die vorherige Wonder Woman Serie war ja doch schon mehr so im Stil von Jim Lee, sage ich mal. Also sehr schön, was ich auch sehr gern mag. Und die neuere war halt so ein bisschen mehr so im Animationsstil, ja. Also so ein bisschen, nicht so ausgearbeitet einfach, ja. Aber auch. Das ist Terry Dodson, ne? Das kann sein, ja. Ich weiß, kann mir das. Auch nicht genau,
ich bin bei den Zeichnern immer so ein bisschen, naja. Hm. ja, also das hat mir sehr gut gefallen und was mir auch sehr gut gefallen hat, aber was ich jetzt, wo ich mir jetzt nicht sicher bin, ob es mit New 52 angefangen hat oder schon vorher da war, ist die Batwoman-Serie. Die hat vorher schon ein bisschen vorher, angefangen. Ne? Hm. Ja, ja. Aber auch vor allem wegen den Zeichnungen. Mhm. Also Wahnsinn. Das war, glaube ich, Willingham, der, oder doch, ich glaube, so heißt er, der auch schon für Sandman teilweise gezeichnet hat, der wirklich so eine Seite nimmt oder komplett zwei Seiten nimmt, die dann wirklich so ein Kunstwerk ergeben. Also was, anders kann man es gar nicht beschreiben. Mhm. Weil das sind keine Panels mehr, das ist echt ein Kunstwerk. Also total, also Wahnsinn. Also wo auch einfach so diese Panelstruktur aufgebrochen wurde. Das muss ich mir dann mal ausleihen. Ja, ja. Ja, ja. Klar, also ja, ja. Gut, bei New 52 brauchst du mich jetzt noch nicht nach einer. Da bin ich noch so weit hinten dran. Das ist ja. Also, das ist, naja. Aber so, also wie gesagt, so die Kern-DC-Serie, die ich so, meine Kern-DC-Serie ist halt Green Lantern eigentlich und so ein bisschen das Batman-Universum. Mhm. Ja. Ja, und davon finde ich eigentlich so, wie gesagt, diesen ganzen Kyle Rayner ran. Mhm. Schweres Wort. Disclaimer. Ja, das war so das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Aber Rebirth würde ich jetzt auch auf jeden Fall als Meilenstein sehen. Mhm. Und dann wollten wir ja noch mal kurz noch ein bisschen zurückgehen in der Zeit. Identity Crisis war auch so ein Ding, was beeindruckt hat, finde ich. Ja, ja. Also, zähl doch mal. Jetzt fängst du auch schon wieder damit an. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich verwechsel manchmal immer Infinity Crisis und Identity Crisis. Aber Identity Crisis war das mit Dr. Light, oder? Richtig. Richtig, gut. Warst das? Warst das Richtige? Ja, ich hoffe. Nee, ich meine, ja, was du jetzt meintest dann? Vorhin. Ich denke, ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher, weil ich weiß, ich meine, also dass das ich Cover mit war vom Michael von Turner. Michael Turner. Damals, ich, ja. Ich glaube aber, dass ich mit Infinity Crisis angefangen habe und die hat ja, die kam ja aber aus der Identity Crisis und deswegen habe ich die nachgelesen. Okay. Also, die kam. Okay. Also also die hatten zumindest irgendwie noch ein bisschen was zusammen miteinander zu tun. Ja. Also Identity Crisis war ja das Ding, was im Grunde eine Detektivgeschichte war. Mhm. Das war also überhaupt kein Großevent in dem Sinne, sondern das war in sich so eine Detektivgeschichte und das war boah. Mhm. Also das war, wie war das denn alles? Ich weiß nur, dass es mich geflecht hat damals, aber da wurden Angriffe gut, auf verschiedene Figuren und es wurden und Figuren hat, getötet. Genau, sogar. es wurde die und, Frau von, ja. War er Elastoman? Nee, Plastic Man, ich kann mir mal den, der Rote auf jeden Fall. Ja. Wer hat Sue Dibny getötet? Ja, genau, wer hat Sue Dibny getötet? Das ja. war so die Kernfrage. Ja. Und genau darum ging es. Und ja, Dr. Light war halt so ein Schurke, der immer irgendwie belächelt wurde vorher. Also das war so ein B-Reihen-Schurke auch. Also und es war so ein Schurke, der, ja, da wurde halt immer so ein bisschen lächerlich dargestellt. Und dort haben wir dann versucht zu erklären, warum das so war, weil man den halt, weil die Justice League sich halt über alles gestellt hat, mehr oder weniger, und gesagt hat, wir löschen jetzt deren Erinnerungen aus. Ja, ja. Immer wieder. Und das war halt das Ding, was die dann plötzlich wieder rausgefunden haben. Mhm. Und diese ganzen Verwirrungen, die haben dann praktisch, eins zum anderen ergeben und am Ende war dann doch wieder alles anders. Aber es war intelligent gemacht. Ja, also es definitiv. War richtig gut gemacht und ja. Kann man nur empfehlen. Also das ist auch eine in sich abgeschlossene Geschichte, wo man jetzt, wo es Tie-ins gab, aber die braucht man nicht. Nee, also stimmt, kann man, ja. Die Geschichte, die habe ich auch nochmal in dieser super duper großen Ausgabe zu Hause. Also die war echt toll. Da gab es eine super duper große Ausgabe. Ja, da gab es die super duper große Ausgabe.
Da muss ich doch nochmal schauen. Ja. Aber wahrscheinlich gibt es sie jetzt nur noch für super duper Kuss viel Geld. Die war damals schon für ordentlich Geld da. Oh, naja, gut. Was tut man nicht alles? Ja, so ist es. Ja, wenn man mal Geld ausgibt, ne? Ja. Ich glaube, die habe ich mir sogar mal zu Weihnachten gewünscht. Oder wie war denn das? Ach, Rex Morales hatte dann auch mal das Cover, glaube ich, gemacht oder irgendwie sowas. Okay. Und das war dann halt so der Grund, das Ding dann nochmal mitzunehmen. Beim Signiertermin. Ja. Was tut man nicht alles beim Signiertermin? Ja, genau. Ja. Ja. Wie stehst du eigentlich zu Team-Ups? Hm. Also sowas wie Justice League. Möchtest du in eine spezielle Richtung jetzt? Nein, ich denke so allgemein. Also liest Team-Ups? Du die gerne oder eher ich nicht? Ich fand es damals ja schon cool, als ich erfahren hatte, dass es einen Club gibt, Anführungszeichen Club, der dem Batman und Superman und Green Lantern und Flash und wie sie alle heißen und Wonder Woman natürlich zusammen das Verbrechen bekämpft. Und das war dann halt die Justice League und das fand ich schon toll als Konzept. Mhm. Und auch die ganzen jugendlichen Helden dann, die dann damals beim Starter die Kinoreihe als Zweitserie im Heft mit aufgetaucht sind. Also in den ersten Ausgaben war es halt so eine Mini-Geschichte oder Miniserie zwischen Superboy und, also dem Klon Superboy und Robin. Ja. Tim Drake damals, das habe ich auch erst über DC gegen Marvel dann erfahren, dass das jetzt schon der dritte Robin ist. Und also wenn man jetzt Dark Knight noch mit dazu nimmt, Dark Knight Returns sogar schon der vierte, aber ja, stimmt. Ja. Genau. Und die haben dann damals so ein kleines Team-Up da gehabt. Und dann ging das Ganze, wie gesagt, das waren glaube ich nur vier Teile oder drei. Und dann ist die neue Teen Titans-Reihe da gestartet, die aber aus komplett anderen Mitgliedern bestand. Also das war der verjüngte Atom, der so ein bisschen als Gruppenführer, Gruppenleiter da praktisch aufgetreten ist. Ja. Und dann waren das ganz neue Figuren. Also Argent war eine. Dann Risk, der hat auch für Superstärke und sowas. Dann Yoto, der konnte Hitze kontrollieren, um es mal so runterzubrechen. Und es waren halt alles relativ unbekannte Figuren. Ich wollte gerade sagen, die sagen mir echt gar nichts. Muss ich von ehrlich den zugeben. Jurgens damals. Und es war echt gut gemacht. Also, okay. Ja. Genau. Aber die Original Teen Titans hätten mich dann doch etwas mehr interessiert. Trotzdem auch. Also, da hätte ich gern mehr gelesen von. Und da gab es ja dann im Laufe der Jahre immer wieder mal was. Also, ob es jetzt die Original Teen Titans dann als Erwachsene unter dem Titel Titans waren oder. Es gab dann später auch nochmal neue Geschichten aus der Zeit der Teen Titans und so weiter und so fort. Also von daher. Und als dann Superboy mit bei den Teen Titans war das dann auch wieder interessant. Ja, das stimmt. Kennst du denn die Tiny Titans? Ja. Ich habe letztens mal Die Tiny Titans. Das ist so eine Cartoon-Reihe. Ja, also die gibt es auch als Comic. Nee, als Strip meine ich ja. Ja, genau. Also so Comic-Strip. Ja, genau. Mäßig. Also total süß gezeichnet. Ja. Das ist sowas wie, was man immer bei, ich sag wieder das böse Wort Manga, als Chibi benannt. Teen Titans Go. Ja, genau. Gibt's als Zeichentrick. Ja, stimmt. Ja, genau. Ja. Hatten wir schon mal vor einigen Episoden kurz drüber gesprochen. Hatte auch eine Vorläuferserie, die hieß nur Teen Titans. Die waren dann auch schon, ich sag jetzt mal vorsichtig, Manga-mäßiger gezeichnet. So Anime-mäßig. Aber spielten wohl noch so mehr oder weniger lose im selben Universum wie diese DC-Animated-Serien. Also Batman-Animated, Superman-Animated, Justice League. Okay. Und Justice League Unlimited. So, Batman Beyond. So, in diesem Universum. Ich muss ja ehrlich zugeben, ich habe mir die mal gekauft. Ich habe sie immer nur die Serie, also diese DC-Animated-Series, weil sie ja auch immer recht, wie soll ich sagen, also sie wurden ja immer auch sehr gut besprochen. Also, ich bin noch nicht dazu gekommen, die zu gucken. Das ist echt furchtbar, aber ich glaube, ich muss einiges nachholen, wie immer. Also, wie gesagt, das war der Startpunkt dann 94 mit diesem
oder 92 mit diesem Batman. Ja, ja. Und durch den Erfolg begründet, haben sie dann ja auch versucht, das Ganze so ein bisschen mehr in Richtung Filme zu bringen, also animierte Filme. Ja, da genau. Da hat den Startschuss auch gegeben, der Tod von Superman. Mhm. Und der war nochmal so in dem Stil gezeichnet, hatte aber nicht im selben Universum gespielt. Also, oh, okay. Der war im Bruce-Timm-Stil gezeichnet. Ja. Spielte aber nicht zwingend im Bruce-Timm-Universum. Okay, okay. Und man hat leider da auch die ganzen Superman rausgelassen. Da gab es dann im Grunde nur einen Ersatz Superman und naja, es war ein bisschen lame. Schmalspur. War leider ein bisschen lame. Okay. Aber der nächste Film war dann, glaube ich, schon Public Enemies, meine ich. Okay. Also ich bin, da bin ich komplett raus. Also ich muss sagen. DC Animated Filme? Ja, also das, ich habe sehr gute Sachen darüber gelesen. Ich wollte mir die auch immer mal anschauen, aber wie es immer so ist, ne? Man guckt so viel Zeug. Ich bin dann doch eher so auf den Realserien gelandet. Also ich meine, wobei da ja DC mittlerweile auch ein eigentlich meiner Meinung nach zumindest im Serienbereich ein besseres Standing hat als Marvel. Also wobei Marvel jetzt, sage ich mal, mit den Netflix-Serien nachgezogen hat. Aber wenn ich mir da Arrow oder Flash anschaue oder auch Smallville von früher und jetzt halt auch Legends of Tomorrow und Supergirl, das macht schon Spaß. Gotham habe ich angefangen, fand ich am Anfang ein bisschen nervig, habe es dann nicht mehr weitergeguckt, wollte ich aber jetzt auch nochmal. Mhm. Also weil ich auch gehört habe, dass es zur Mitte hin besser wurde und jetzt einfach nur noch gut ist. Also ich weiß nicht, hast du weitergeschaut? Also ich habe die ersten drei Folgen oder so gesehen. Ich habe die erste Staffel komplett geguckt, und? Die war gut. Ja, also die wurde dann besser. Ich hatte auch so am Anfang so ein bisschen das Gefühl so, aber Ja, muss ich doch nochmal dem nochmal eine Chance geben, denke ich mal. Kommt ja jetzt dann demnächst, glaube ich, auch die zweite Staffel im deutschen Fernsehen. Naja, gut. Also die Serien kann ich eigentlich alle empfehlen, mehr oder weniger. Also Arrow schwankt so ein bisschen mal zwischendrin und es ist einfach zu viel reingepackt und das mit dem Hin- und Herspringen in der Zeit. Wobei sie jetzt schon gesagt haben, die fünfte Staffel müsste ja dann eigentlich die letzte Staffel sein. Ja, das haben sie schon gesagt, Die zumindest diese Flashbacks hat. Ja, also, genau. Das wird auch die letzte sein. Genau. Also. Flash macht Spaß. Ja, definitiv. Finde ich einfach nur gut. Flash und, ist echt. Und Flash gucke ich natürlich auch deswegen, weil ich damals schon die alte Flash-Serie geguckt habe. Aber die neue ist natürlich da nochmal um einiges, sagen wir mal, steckt dir mehr drin, also kannst dir mehr rausholen jetzt mittlerweile. Ja, du kannst das alles viel besser umsetzen und zeigen. Und ich finde halt sehr schön, dass sie dann trotzdem alte Figuren mit reingebracht haben. Also der alte Flash von damals, also der Darsteller, der John Wesley Shipp, spielt ja Flashs Vater. Dann den Mark Hamill haben sie drin, der war dann auch der alte Trickster, also der, den gab es halt dann tatsächlich auch in diesem Flash-Universum schon mal vorher, aber hatte halt damals noch keinen Bezug zu Flash, den hat er dann halt jetzt erst bekommen. Ja. Und Tina McGee hat wieder einen Auftritt, also die Darstellerin von Tina McGee damals, die praktisch damals der Love Interest war von Barry Allen, den Charakter gibt es jetzt quasi wieder in der neuen Serie, aber halt natürlich als älteres Pendant und wieder von derselben Darstellerin gespielt. Ja, also so Spielereien finde ich dann immer ganz schön. Ja, und schön finde ich halt auch, dass sie das, was man halt auch aus den Comics kennt, jetzt auch halt ins Fernsehen bringen mit den Crossovern. Also das heißt, wenn du alles, sag ich mal, man muss nicht alles gucken, aber wenn man alles guckt, dann wird man auch auf andere Weise belohnt, sagen wir es mal so. Und ich meine, das werden sie jetzt sicherlich dann, ich bin echt gespannt. Ich meine, Supergirl ist ja hier in Deutschland auch jetzt schon fertig oder ich weiß gar nicht, also auf jeden Fall läuft es schon. Ne? Das ist ja ursprünglich in USA auf dem Sender CBS gelaufen. Die anderen alle auf CW, und wo man dann halt wirklich auch schön Crossovers machen konnte. Das war mit CBS halt nicht ganz so möglich.
Obwohl man es gemacht hat. Obwohl man es gemacht hat, wobei da auch ein bisschen gemunkelt wird. Es liegt wahrscheinlich daran, dass die Quoten halt schon so ein bisschen runtergingen, um mal ein bisschen zu pushen, weil Flash ja auch gerade sehr, sehr beliebt ist, ja, also auch in den USA sehr beliebt ist. Und jetzt zur nächsten Season wechselt Supergirl jetzt auch zu CW und ich bin echt gespannt, wie sie das jetzt integrieren werden, weil es spielt ja in einem anderen Multiversum eigentlich. Also ich bin echt gespannt. Also im Prinzip, sie gehören zwar, wie auch bei unseren DC-Serien gibt es ja auch verschiedene Multiversen im auch da ist es wohl so, aber Arrow, Flash und Legends of Tomorrow spielt halt in einem und Supergirl in dem anderen. Mhm. Und ich bin gespannt, wie sie es jetzt zusammenbringen. Also, sie haben es vor. Also, es wird spannend. Ja, Flashpoint, ne? Ja. Du spoilerst schon wieder. Ja, nee, das kann man ja schon. Also, es haben sich ja schon angekündigt, dass es einen Flashpoint geben wird. Ob das dann tatsächlich das ist, was dazu führt, weiß ich nicht. Das werden wir sehen. Ich meine, ich könnte mir es nur so erklären. Also, ja, es ist ja, also ich meine, heutzutage ist man durchs Internet ja auch nicht mehr gefeit vor Spoilern, ja. Muss man ja auch sagen. Ja, wobei, also man, also wie es dann umgesetzt ist, ist dann immer noch mal interessanter. Das stimmt, tatsächlich, ja. Also. Ja. Ich weiß, es ist auch ein anderes Medium, also als jetzt ein Comic, aber also es macht Spaß. Ja, ja, ich wollte noch mal ganz kurz auf die Filme eingehen, also auf die Animated-Filme. Bevor wir dann zu den anderen Filmen. die machen auch nicht alle Spaß, aber die machen oftmals Spaß. Mhm. Und am besten machen die Spaß, wenn die irgendwie zusammenhängen. Also das ist die ganze Batman-Reihe im Grunde ist da so ein Beispiel für ganzen Batman-Animated-Filme, wie jetzt, was war denn da der erste jetzt? Ich glaube. Also, wenn man die jetzt zusammenhängen gucken würde, wäre es Under the Red Hood gewesen. Ah, okay. Und daraufhin aufbauend kam dann Son of Batman, Batman vs. Robin und was habe ich jetzt zuletzt? Bad Blood. So, diese könnten eigentlich, gehören eigentlich so in eine Reihe. Okay. Finde ich fast. Wie lang sind die denn immer eigentlich? Also so 90 Minuten sowas? Schon 90 Minuten. Ja, vielleicht ein bisschen weniger, aber so in dem Dreh. Ja, und die machen dann schon Spaß. Also auch die Green Lantern-Filme vorher. Mhm. Also das eine war ja mehr so ein Episodenfilm. Aber First Flight war ja dann der erste und der war auch ganz gut umgesetzt. So. Cool. Ja. Ja, aber ja, das ist, man darf halt nichts Weltbewegendes erwarten, aber man hat sich halt so ein bisschen zum Ziel gesetzt, so wichtige Story-Arcs bringen wir da im Animated-Style nochmal für die Filmfans oder es ist alles so ein bisschen so in Richtung Animated, was will ich sagen, sag doch mal kurz, Manga als so, Film. Also du meinst die Animes. Animes, genau. Ja. Disclaimer, ich hatte ein Bier vorhin. Animes. Wir machen jetzt mal kurz Pause. Yeah. Come on. Straight out of G-City. Y'all know me. I'm Batman, the motherfucking Dark Knight. I'm a playboy by day, vigilante by night. I'm Batman, the defender of Gotham. I dress up like a bat, cause it's motherfucking awesome. Batman's in the house, come and party in the Batcave. Yo, Alfred. Yes, Master Wayne. Bring some more Cavassier, the honey's in the manor. Taking notice of my swagger, villains hiding in the shadows. Running scared from their attacker. See, they recognize my signal when it lights up the sky. Hardened gangsters get all shy, look a terror in the eyes. They can't hide from me. I'm on the prowl, motherfucker. Saw death on the street, cape and cowl, motherfucker. Na 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 na, yo, remember that song? There's a reason I've been famous for so goddamn long. Words flying off my fist like power kablam. By now you better know who the fuck I am. I'm Batman, the motherfucking Dark Knight. I'm a playboy by day, vigilante by night. I'm Batman,
the defender of Gotham. I dress up like a bat, cause it's motherfucking awesome. With my seed and poison ivy, man, that bitch made me itch. I never should've put my fucking dick in that snitch. And Catwoman, yeah, I made that pussy purr. That skank could barely crawl when I got done with her. Yo, Superman high like a bird in a plane. Take a look through the wall, watch me fuck Lois Lane. She's screaming out my name like, oh, Bruce Wayne. Spider-Man, keep your eye on Mary Jane. I'm Batman, the motherfucking Dark Knight. I'm a playboy by day, vigilante by night. I'm Batman, the defender of Gotham. I dress up like a bat, cause it's motherfucking awesome. Get out of here, bats. It's my turn in the spotlight. Don't you know I'm the real star of the Dark Knight? Back off, motherfucker. I'm clinically insane. Like magic tricks, we'll shove a pencil through your brain. Hey, batty boy, you think you played me for a fool? Well, next time you should keep a better hold of your jewels. What's up, bro? I haven't seen you since Batman and Robin. Better watch yourself in this one or your back will be popping. What? Is there something on my face? I'm Batman, the motherfucking Dark Knight. I'm a playboy by day, vigilante by night. I'm Batman, the defender of Gotham. I dress up like a bat, cause it's motherfucking awesome. I'm Batman, the motherfucking Dark Knight. I'm a playboy by day, vigilante by night. I'm Batman, the defender of Gotham. I dress up like a bat, cause it's motherfucking awesome. Pause ist um. Das war mal eine kurze Pause. Ich hoffe, euch hat die Musik gefallen, die Pausenmusik. Ich werde wahrscheinlich eine Pausenmusik reinschneiden. Das ist ein bisschen Disclaimer, aber egal. So, damit ich mal, weil die Christina hat noch nie einen Podcast aufgenommen. Nee, man muss ja so ein bisschen erklären, was man hier überhaupt so tut. Ja, genau. Um was geht's denn hier eigentlich? Ja, das hören dann Leute im Netz. Ah. So, Internet. Ach, Internet. Ist das das, wo die Katzen in diesen Tubes rumlaufen? Mhm. Ah, genau das. Ja, ja. Bad Kitten. Das Neuland, ne? Neuland, genau. Das ist dieses ominöse Neuland. Das ominöse Neuland. Von dem die Frau Merkel gesprochen hat. So, du arbeitest doch in diesem Neuland. Stimmt, ich arbeite in diesem Neuland. Verrate ich schon wieder zu viel. Oder ist das gerade noch? Nee, ist schon. Aber ich arbeite nicht, ich arbeite nicht für das Internet. Nicht für das Internet. Nein, das klingt auch total bekloppt. Arbeitet also nicht für YouPorn. Nein. Gut. Das artet aus. Ja. Wir wollten zu den Filmen kommen. Das ist eine schöne Überleitung, weil wir wollten ja zu den Filmen kommen. Jetzt wird's albern. Genau, Batman. Batman. Damit hat man wieder alles angefangen. Oder? Ja, stimmt. Also irgendwie, zumindest. Es gab ja schon eigentlich in den 60ern diesen Batman-Film, Batman hält die Welt in Atem. Kennst du den? Stimmt. Nee, aber jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch wieder ein. Ich habe ihn nicht gesehen, nein. Es ist Klassiker. Also es ist ein trächiger okay. Klassiker. Müssen wir uns irgendwann mal angucken, aber der ist phänomenal. Also so schlecht, dass er schon wieder gut ist. Naja. Ich sag nur Bett an die Highspray. Die den Film gesehen haben, wissen jetzt, was ich meine. Okay. Oder wie werde ich die Bombe am schnellsten los? Gut, das heißt, das ist auch ein Film auf der langen Liste, ja? Ja, der ist auf jeden Fall mit drauf. Ah, okay. Schon. Den habe ich schon mal draufgesetzt und der muss sein. Der also muss der sein, muss ja, das klingt so. Es ist Slapstick vom Feinsten. Ja. So, und Dann gab's Superman, einen, oder? Ja, Superman, genau, richtig. Erzähl doch mal über Superman, da hast du ja vorhin schon mal was so gesagt. Also ich meine, ich kenne die Filme ja auch, aber... Nee, ich hab was über Batman gesagt. Was habe ich denn über Superman gesagt? Nee? Nee, weil ich kenne die Superman-Filme nicht. Achso, du kennst die Superman-Filme gar nicht? Ich habe, glaube ich, mal... Christopher Reeve mitgespielt. Ja, das weiß ich. Aber das war ja auch nicht das allererste. Also früher gab es ja noch die Serials, aber das will mir einfach zu jung jetzt. Ja. Ich habe Superman, ich habe mal Teile von den Filmen gesehen. Aber irgendwie nicht ein Film komplett. Ich fand irgendwie, das war mir zu, gut, wenn du das aus heutiger Sicht siehst, ist es dann halt, oder genau. aus unserer alter Sicht ist es halt etwas,
Ja, also ich habe es versucht. Schlecht gealtert, sagen wir mal so. Ja, stimmt, das ist gut, ja. Ich habe es versucht. Es ging nicht. Ja. Aber ja, vielleicht. Irgendwann probiere ich es vielleicht nochmal. So ja. Also, man muss es halt mit einer klassischen Brille angucken. Ja, ja. Also was ich als erstes gesehen habe, da war ich auch noch jünger, war der erste Batman-Film von Tim Burton. Und da habe ich ja komischerweise erst den zweiten gesehen. Echt? Ja. Nee, ich habe wirklich den ersten gesehen und dann lange auch keinen von den anderen. Also. Ja, Kino war damals noch nichts. Nee, also genau. Das war, ja. Das war irgendwie überhaupt nicht drin. Ja. Und Batman Returns habe ich dann irgendwann mal im Fernsehen. Beziehungsweise meine Eltern haben das dann irgendwann mal kinetikerweise aufgenommen für mich. Ja. Weil die irgendwie gemerkt haben, Batman, naja, das könnte was sein. Und, wobei, nehmen wir mal auf. Ich glaube, die ersten beiden, kann das sein, dass sie noch ab 16 waren damals? Oder ab, ich weiß nicht, also auf jeden Fall waren ja. die ja schon sehr düster. Also, ja. Also ich habe die auch Jahre später erst gesehen. Ja, also das ist genau. Davon mal ab. Aber Tour, da dann erst den zweiten und dann den ersten machen wir das so ein bisschen weg, wenn es ging. Ah, jetzt, ja. Okay. So. Also, so auf halb. Wir üben noch. Moment. So? So, ja. Ja. Ich glaube, das ist ganz gut. Einfach, damit es nicht ganz so poppt. Ja. Ja. Besser? Ja, ja. Okay. Schauen wir mal. Genau. Batman und Batman Returns. Das waren so die Dinger. Und dann kam, ja, den dritten, den habe ich auch erst im Fernsehen gesehen. Batman Forever. Ja, das war der dritte, ja, genau. Dann kam und viele Batman sagen, und der ist so schlimm. Und ich habe dann immer gesagt, nee, ist er nicht, weil das ist eindeutig eine Hommage an die 66er TV-Serie. Mm. So dieses ganze Bunte und dieses, kann man sagen, okay, die haben aber Schurken verwendet, also gut, in Batman Forever auf jeden Fall noch Schurken, die es auch damals schon gab, aber in Batman und Robin? Und Robin dann eher Figuren, die es damals noch nicht gab, also Two-Face. Wobei, Two-Face war ja in Forever drin. Ja, genau. Stimmt, den hatten sie dann. Two-Face war ja für die 66er TV-Serie damals immer zu hart eigentlich. Ja, ja. Also es war dann nicht so, hat nicht ins Konzept gepasst. Und was war denn dann noch drin? Ja, dann war Mr. Freeze dafür im Batman und Robin. Wo war denn der Poison Riddler? War Ivy der Poison war Ivy? Der Riddler war, glaube ich, auch Batman Forever. Batman Forever, ne? Ja, genau. Aber dieser überhebliche Gott-Riddler, das hat mich tatsächlich dann trotzdem ein bisschen gestört. Also das war jetzt was, da wusste ich nicht wirklich was mit anzufangen, aber so, ansonsten hat alles andere hat darauf hingewiesen, hat eindeutig geschrieben, das ist eine Hommage also an diese 66er TV-Serie. Ich denke, das Problem in Anführungszeichen Problem mit den letzten beiden Filmen aus dieser Serie, sag ich mal, war einfach, dass Tim Burton ja schon so einen richtig dunklen, so zwei richtig dunkle Filme gemacht hat, ja. Ja, und da war es nicht mehr Tim Burton als der Regisseur. Genau. Und dann hat das halt eine andere Wendung bekommen. Genau. Wobei, ganz ehrlich sagen muss, das hat sich eigentlich so an den Comics orientiert. Also ja. Es hat düster angefangen. Und dann ist es irgendwann mal ins Lustige bis Lächerliche abgedriftet. Mhm. 60er Jahre. Mhm. Und ich habe dann immer damals schon gesagt, also das Nächste, was jetzt eigentlich kommen müsste, wäre dann wieder ein düsterer Batman. So Marke Frank Miller oder so. Und dann kam ja tatsächlich. Ach so, du meinst nach Batman und Robin dann, meintest genau, du, ja. Dann kam ja tatsächlich ein etwas düsterer und ernsterer Batman. Ja. Mit und Christopher Nolan. Ja, Christopher Nolan und Christian Bale als Batman, beziehungsweise Bruce Wayne. Überragende ich mein, Trilogie die, eigentlich. So. Ja, super. Wobei immer der mittlere Film sein wird. Also, definitiv. Also ich meine, die Performance von Heath Ledger als Joker ist einfach, also der hat sogar Jack Nicholson in Schatten gestellt damit. Also das ist Wahnsinn gewesen. Also das hat Gänsehaut gemacht. Richtig. Also, ja. Das war schon krass. Das war richtig, ja, das war ja. Also ich nervaufreibend. Ja, definitiv. Das und war der Film, also definitiv das dann so das Ding mit den Fähren und alles. Und ich muss sagen, ich fand das auch schön,
mal so einen Kontrast zu den Marvel-Filmen dann zu haben. Also ich mag die Marvel-Filme auch sehr gerne. Mhm. Das Marvel-Universum, ich muss auch sagen, vielleicht finde ich die Filme teilweise auch irgendwie besser. Ich meine, ich muss sagen, die haben, sie haben ein Händchen dafür, auch für dieses Cinematic Universe, wie sie es nennen. Genau, wenn man das Cinematic Universe als komplettes betrachtet, von Marvel ist das stimmiger. Ja, definitiv. Das funktioniert alles viel besser. Aber ich fand halt die Batman-Trilogie auch sehr schön. Also sehr, sehr, sehr stimmig. Also ich meine, es ist ja auch eine Trilogie. Also der jetzige Batman. Wenn man die so als eigenständiges Cinematic Universe anguckt, wiederum als eins von 52 anderen, ist es dann wirklich also überragend und mein ganz anderer Batman auch wieder. Also durch und durch ein sehr realistischer Batman auch. Ja. Und weil man hat ja darauf geachtet, dass man Figuren auch Gegner nimmt, die relativ realistisch sind. Ja, und dann kam Zack Snyder. Ja, warte mal, aber irgendwo wollte ich gerade noch mal hin. Ich weiß nicht. Ach so, ich wollte noch sagen, dass in den Nolan-Filmen auch wahnsinnig viel Handlung drin war. Ja. Also da war jetzt irgendwie nie irgendwie eine Strecke drin. Gut, im ersten vielleicht, aber ansonsten fand ich immer, da war Bewegung drin. Ja. Da ständig irgendwas passiert und es hat alles Hand und Fuß gehabt und es hat zusammengepasst. Das ist halt Christopher Nolan. Hm. Also muss man auch dazu sagen, es ist halt, der seine Filme sind halt schon auch generell ein Brett. Oder mehrere Bretter. Genau, da muss man erstmal durchbohren. Ja. Dann kam Zack Snyder, hast du gesagt. Dann kam Zack Snyder. Mit Man of Steel. Und da wusste ich ja auch noch nicht so ganz genau, was ich von halten soll, weil Christopher Nolan noch als Produzent mit dabei war, wie er jetzt bei Batman Superman auch. Mhm. Ich habe ja immer so ein bisschen noch die Hoffnung gehabt, dass es, also am Anfang, dass es noch im selben Universum irgendwie spielt, aber das war dann nicht, oder offensichtlich nicht der Fall. Ja. Finde ich aber auch besser. Ja. Mittlerweile. ich meine, Zack Snyder. Wie hat dir denn Man of Steel gefallen? Also, ich fand den Anfang gut. Also so die so ein bisschen die Geschichte, die ja auch ein bisschen anders ist als die ursprüngliche Origin-Geschichte jetzt, sag ich mal, die man sonst klassischerweise kennt. Also das sein, wobei sie das jetzt ja in den Comics so ein bisschen angepasst hatten mit dem Tod seines Vaters und so Sachen. Die fand ich echt ganz schön. Was mich dann richtig gestört hat und was ich auch ziemlich ätzend fand und ich echt zwischendrin gedacht habe, ich gehe jetzt aus dem Film raus, war diese Stunde, wirklich Stunde Materialschlacht. Das war teilweise nicht auszuhalten, das war einfach zu viel. Diese Klopperei zwischen Zod und Superman, ich meine, dass die sich irgendwie prügeln, ja, okay, aber dass man das eine Stunde macht und dabei noch eine ganze Stadt in Schutt und Asche legen muss. Also das war einfach da motivationslos. Also ja, aber fand ich damals irgendwie auch, dass das jetzt übertrieben ist und dass es zu viel ist und so weiter und so fort. Die letzte Konsequenz fand ich dann allerdings schon wieder gut, weil die basierte auf der Comicvorlage auch. Was ich wiederum gut finde, dass sie das Ganze dann in Batman Superman wiederum aufgreifen und das praktisch so zum Aufhänger für die ganze Geschichte machen. Ja, das stimmt. Also das fand ich gut. Das ist, man hat sich also der Kritik angenommen ein Stück weit, könnte man jetzt unterstellen, wenn man freundlich ist und sagen, okay, Warner Bros. Hat mal hingehört und hat die das Drehbuch schreiben oder wie auch immer. Und es ist ja immer so eine Maschinerie, die dahinter steht. Ja. Kommen wir ja dann später auch nochmal zu. Und die haben sich das Ganze mal angenommen und haben mal zugehört und haben dann gesagt, okay, darauf bauen wir jetzt auf. Also die Kritik nehmen
Lass einfach mal den Bruce Wayne als die Stimme der Kritiker da auftauchen. Also was mich positiv. Ja, und was mich positiv an dem Film überrascht hat, muss ich sagen, war wirklich Ben Affleck als Batman. Der hat mich also auch sehr überzeugt. Ich war am Anfang ja sehr skeptisch darüber, als jeder, ich das gelesen hatte. Ich glaube, es war jeder. Es gab ja auch viele Leute, die. Sag ich jetzt einfach mal so. Ja. Aber hat viele mir haben gefallen. Halt, viele haben halt Daredevil noch im Kopf gehabt. Ja. Und auch da muss ich wiederum eine Lanze für Affleck brechen, weil ich sagen muss, wenn du kein gutes Drehbuch hast oder keinen guten Regisseur oder keinen guten Cut am Ende, das sind ja so viele Faktoren. Naja. Naja. Also es kann nicht immer nur auf den Schauspieler ausgemacht werden und aber ich war auch ein bisschen skeptisch und ich muss sagen, also das war so eine der werketreuesten Batmans, die ich gesehen habe. Ja. So vom Kostüm her, als auch von den Gadgets her und dann noch die Rüstung, die eindeutig aus Dark Knight Returns kommt. Ja, also ich fand's auch gut. Und wer mir auch gefallen hat, auch wenn sie nur kurz das aufgetreten ist. Das obligatorische Martinshorn im Podcast. Das wundert mich, dass es heute nur einmal kam. Ja, haben wir aber fast in jeder Ausgabe drin, wenn man nicht gerade bei Breedstorm in Altena aufnehmen. Ja, gut. Das weniger. Kurzer Exkurs. Kurzer Exkurs, ja. Wen ich auch schön fand, Charaktere, also wen ich interessant fand, sage ich mal, also vom Charakter hat man ja noch nicht viel gesehen, war Diana Prince, aka Wonder Woman. Ich dachte, du sagst jetzt Lex Luthor. Okay, das ist eine andere Geschichte. Lex Luthor fand ich. Kann man gleich nochmal drüber reden. Also so ein bisschen Ansicht. Wonder Woman hat mir gefallen. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ich bin sehr gespannt auf den Solo-Film, der nächstes Jahr kommen wird. Also bin ich echt gespannt. Vor allem auch. Aber mach die Erwartungen nicht zu hoch. Ich habe mittlerweile ich muss ganz ehrlich sagen, bei den DC-Filmen habe ich die Erwartungen nicht mehr so hoch. Kommen wir gleich nochmal zu an. Lex Luthor. Lex Luthor, genau. Was waren die Motivationen von ihm? Ich habe also immer so ein bisschen überlegt, erst haben sie es deutlich in die Richtung, okay, der hat dieselbe Motivation wie Bruce Wayne. Dann auf einmal war es aber so, nee, das war irgendwas anderes. Der will, was will er denn eigentlich? Der will einen Gott bezwingen. Und geht aber über Leichen. Und ja. Also zwischendrin hat er auch mal so eine Fremdenfeindlichkeit mit reingespielt, wie dann hieß, okay, ich will die Erde beschützen, alle auf der Erde sind gleich, aber alles, was von außen kommt, das muss ja bedrohlich sein. Und dann nimmt er eine, die von außen, soll ich sagen, also dann. Und dann schwenkt die Motivation nochmal um in, ich will eigentlich dieses göttliche Wesen da besiegen. Also mache ich mein eigenes göttliches Wesen und Ja, also ich. Der Name Doomsday sagt ja auch schon, man hat sich da so ein bisschen, damals ja schon, also irgendwie schon was dabei gedacht. Ja, also dass das so in die Richtung geht, diesen Götterfall, ja. Aber ich bin jetzt absolut nicht, also Bibelfest oder sonstiges, keine Ahnung. Ich bin da völlig außen vor. Aber ich kann mir das nur so irgendwie begründen. Also, Also ich fand's einfach, ich weiß nicht, es war einfach zu viel auch in dem Film drin. Und am Ende dann noch ein bisschen Joker, ne? Ja. Also bei Lex Luthor jetzt. Ja, stimmt, ja. Also das war, also zum einen die Motivation von Lex Luthor. Wir nehmen jetzt mal Gene Hackman, Lex Luthor und den, bitte? Michael Rosen? Den aus Smallville? Oder wen meinst du? Oder vielleicht von dem auch ein bisschen. Ja. Und den vom Superman Returns. Oh, wer hat das? Kevin Spacey? Ja, eben. Ich wollte gerade sagen, ich kann nur eben nicht auf den Namen. Stimmt. Einer meiner Lieblingsschauspieler übrigens, aber als Lex Luthor. Na gut, der hat den Film noch einigermaßen. Das gehalten, aber. Stimmt, den haben wir komplett vergessen, aber weil der Film auch einfach zum. Ja. Sag ich gleich nochmal. Die nehmen alle mal zusammen und machen da ein Lex Luthor draus. Vielleicht und hilft das. Irgendwie war das so. Ja. Ja. Also, ich. Das Problem ist halt bei DC oder bei Warner Brothers, dass die jahrelang so gefühlt nicht wussten, wo wollen sie mit ihren Extended Universe. Ja.
Das heißt, und da kommt jetzt dann halt dieser Superman Returns mit rein. Also dieses ganze, wir starten Batman, dann machen wir aber Superman, nee, dann machen wir keinen Neustart, da bauen wir einfach auf die alten Filme auf. Hä? Ja, ja. Was? Ja. Und dann, ach nee, jetzt können wir ja doch neu starten, weil Smallville ist ja jetzt ausgelaufen. Ich weiß nicht, ob die sich manchmal noch überlegt haben, ob sie dann auf Smallville aufbauen wollen oder was. Also, ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Also ja. es war auf jeden Fall ein größeres Tohuwabohu. So, dann machen sie aber ein Serienuniversum, ja. Das auch zwei, ein Serienmultiversum und dann machen sie aber noch ein Film. Uni oder Multiversum. Ich weiß nicht, ob das jetzt im Multiversum der Serie sehen. Liegt. Aber wobei ja. Ich das nicht schlecht finde, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ein bisschen das Gefühl habe, dass sich Marvel mit ihrem Film- und Serienuniversum, die sie versuchen irgendwie zusammenzuführen, ein bisschen verzettelt im Moment. Ja. Weil die Serien finde ich teilweise nicht ganz so gut, zum einen. Zum anderen fragst du dich halt dann immer, ja, wo sind denn die anderen? Also wo sind denn die Avengers? Oder wo sind denn die? Die werden dann halt immer mal erwähnt, aber dass sie da auftreten. Ich meine, du kannst einen Filmschauspieler vielleicht mal dazu bewegen, da mal kurz aufzutreten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das länger geht, ja. Und zum Beispiel auch bis auf Agent Coulson ist bisher aus dem SHIELD-Serie noch nie jemand in den Avengers oder in den Marvel-Filmen aufgetreten. Also ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht sogar ein bisschen besser ist. Ja, dass umgekehrt man dafür, ne? Also in der Agents of S.H.I.E.L.D.-Serie ist zumindest mal Nick Fury schon mal aufgetaucht. Ja, und Sid. Lady Sif. Lady Sif, genau. Ja, Sif heißt sie, genau. Wen meinte ich noch hier? Copy mal das. Ach ja, Agent Maria Hill. Ja. Genau, die ist auch mal kurz aufgetaucht. Ja, wir schweifen ab. Ja. Wir wollten noch über die Serie. Genau. Aber ja, okay. Aber sie schaffen es halt trotzdem nicht, mal einstimmiges und Filmuniversum hinzukriegen. Genau, also und also. Ich hab ein bisschen das Gefühl, dass sie jetzt bisher im Moment versuchen, jetzt also das jetzt so zu machen wie Marvel. Ja. Und dabei aber über das Ziel hinausschießen, weil sie einfach in den Film zu viel reinpacken. Weil sie jetzt gemerkt haben, oh, wir sind zu langsam. Ja. Haben uns das zu lange überlegt, jetzt packen wir jede Menge Handlung da rein. Also gerade bei dem Batman-Superman-Film muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn ich nicht die Comics kennen würde, ja. Dann hätte ich bestimmte Sachen nicht verstanden. Gut, ich finde. Also naja, gut. Oder die, wobei ich sagen muss, also diese komischen Träume von Bruce Wayne, ja. Also ich sag mal so, für die, die es nicht kennen, ist es vielleicht eine Art Teaser. Könnte ich mir noch am ehesten vorstellen. Aber die Motivation dazu, was soll das da? Aber für die Fans ist es halt Fanservice. Ne? Ja. Also die ganzen Sachen, die sie da reingebaut haben, fand ich schon cool. Ich hab da gefeiert. Ja, also cool fand ich die auch, aber die haben den Film nicht vorangebracht. Weißt du, was ich meine? Also die Handlung nicht vorangebracht. Ja. Das dann ist lieber halt ein bisschen mehr Hintergrund noch zu, was weiß ich. Dann vielleicht lieber einen Charakter von Lex Luthor besser ausarbeiten oder so. Ein bisschen mehr Doomsday. Ja, aber, wie auch jedenfalls immer. Wobei, also Doomsday fand ich eigentlich auf den Punkt. Weil, was willst du da mehr erzählen? Weil das kannst du nämlich auch auswälzen, bis zum geht nicht mehr. Naja, gut, das. Ich meine, gut, hier, es war auch in der gesamten Comic-Reihe, also haben wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen, auch da war es mit einem Carlsen-Band nur der kleinste Teil. Ja. Und da war ja schon jede Menge Handlung drin, die du gar nicht hättest in den Film bringen können, weil Doomsday schlägt sich halt in dem Film nicht durch ganz Amerika und trifft dann noch auf, was weiß ich, wie viel Justice League-Mitglieder vorher. Das kannst du halt in dem Film nicht bringen. Da haben sie ja mit den drei Ikonen eigentlich schon dann die die zusammen, die dann gegen ihn antreten und trotzdem bitter zu kämpfen haben. Und ja, wir sind mal gespannt, wie sie das in dem Justice League-Film dann. Das habe ich böse gespoilert, ne? Aber naja, es macht nichts. Ja, gucken wir mal, wie es in dem Justice League-Film weitergeht. Naja, so viel gespoilert habe ich eigentlich nicht. Nee. Aber naja, gut, Doomsday kommt halt. Also wer sich diese Der Doomsday nicht kennt, der weiß jetzt nicht, von was wir gesprochen haben. Genau. Und der Doomsday kennt, der weiß, was passiert und was sollte den Film auch gefälligst schon mal gesehen haben. Ich wollte gerade sagen, genau so. Basta.
Genau so. Ja, nicht immer der heißen Brei reden, Mensch, ja. Superman stirbt am Ende und fertig. So, Wo wir dann ja eigentlich bei der letzten Inkarnation des DC-Filmuniversums waren, der gerade letzte Woche Donnerstag angelaufen ist. Ja. Aufzeichnungsdatum ist der 25. August. Genau. Dazu sagen. Ja. Letzte Woche, weil bis das erscheint. Ja. Und genau. Ja. Was haben wir denn da? Suicide Squad. Ja. Genau, Suicide Squad. Haben wir gesehen, ne? Haben wir gesehen. Hätten wir sehen müssen. Doch. Also ich bin ja auf dem Standpunkt, das ist eine Comic-Verfilmung, ich gehe in den Film rein, ja. Also ich meine, ich angucken muss man es, egal wie. Ja. Was man dann. Ja, klar. Also ich bin ich ja auch immer erstmal. Genau, also ich. Weil ich kann mir nur ein Urteil bilden, wenn ich den Film auch gesehen habe. Richtig. Hab, also, ja? Negative Kritik hin, vorher hin oder her. Ja. Sie waren ja auch sehr durchwachsen. Ich bin also deswegen auch schon nicht mit einer sehr extrem hohen Erwartung in den Film reingegangen, wobei die Trailer eigentlich vorher schon sehr cool waren. Ja. Also die Trailer haben auf jeden Fall Lust gemacht auf den Film. Genau. Ja. Der Film an sich war so gemischt wie die Kritiken. Was geht's denn da? Oje. Ja. Naja. Hatte das war so jetzt die ernste Frage. Okay. Wer die Suicide Squad nicht kennt, ja. Es handelt sich dabei eigentlich um eine, ja, wie soll ich eigentlich sagen, so um Taskforce. Eine Taskforce. Weil die heißt ja im Original auch Taskforce X. Ja, stimmt. Also Taskforce ist an und für sich der richtige Ausdruck von eigentlichen Superschurken aus den verschiedensten DC-Serien, die von Amanda Waller dazu gezwungen werden, muss man schon sagen, ja. Mit dem dezenten Meinungsverstärker, der da heißt, wir implantieren dir eine Bombe. Richtig. Und wenn du nicht spurst, fliegst du. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ab mit ihrem Kopf. Also bist du die Herzkönigin des DC. Ja, stimmt. Ab mit dem Kopf. Stimmt. Die dazu zwingt, sag ich mal, eigentlich Militäroperationen unterhalb des Radars aller auf fremdem Gebiet und zu anderen Regierungen oder sonstigen zu machen. Das haben sie da eigentlich auch, also ich fand so die Vorstellung der verschiedensten Charaktere, das sind ja jetzt auch nicht gerade wenige, fand ich eigentlich teilweise sehr schön gemacht. Mhm. Also prominentestes Mitglied, denke ich mal, ist nach wie vor Harley Quinn und Deadshot. Die restlichen sind mal so mehr oder minder bekannt. Ja, also Killer Croc kennt man eigentlich vorwiegend aus Batman. Ja. Ich muss ehrlich sagen, Diablo sagte mir wirklich gar nichts. Nee, mir auch nicht. Also ja, vielleicht mal am Rande irgendwo mitbekommen, aber nicht wirklich. Ja, dann auch noch diverse andere Leute, aber das du dich ist mal auch gefragt, gar nicht. Warum da so ein. Das war auch plump, oder? Wir stellen jeden Charakter vor aus dem Team und dann auf einmal ist aber einer mehr im Team. Also ja, Slipknot. Ja. Slipknot. Ja. Ich komme überhaupt nicht auf die Idee, dass das eventuell... Nicht das? Spoilern, ich sage nur Redshirt und davon hört sich auf mit den Spoilern. So. Ja? Ja. Das war schon Spoiler genug. Ach ne, ja, das kann man doch sagen. Das stimmt schon. Ja. Ja. Das Exempel. Ja, gut, also das ist, ja. Ja, und also... Merkwürdig. Merkwürdig. Wie gesagt, die Charaktervorstellung fand ich echt ganz schön. Ich fand Margot Robbie als Harley Quinn war der Hammer. Also hat mir super gefallen. Die hat den Film mehr oder weniger gerettet, getragen und auch gerettet. Ja. Also muss man sagen. Ich fand auch Jared Leto als Joker nicht schlecht. Man hat nur zu wenig von ihm gesehen und wenn, dann zwischendrin, das war dann wieder belanglos irgendwie. Genau, also man hat ihn wenig gesehen und eigentlich habe ich mich wirklich gefragt, was er in dem Film zu suchen hat. Weil er die auch wie ich vorhin sagte, mit diesen Rückblicken in dem anderen Film, also in Batman und Superman, den Film nicht, die Handlung nicht vorangebracht hat. Also
bisschen, vielleicht ein bisschen mehr als bei den Rückblenden, aber auch da, das war irgendwie so, ja, der Joker ist halt da, weil wir wollten den jetzt halt in den Film bringen. Und ich meine, eigentlich die ursprüngliche Suicide Squad Comics kommt der Joker jetzt, also zumindest jetzt in diesen aktuellen Bänden auch nicht wirklich vor. Also natürlich so immer so ein bisschen als Hintergrund, dass er natürlich der Geliebte von Harley Quinn ist, aber ja, ich sag mal so, die Thematik wurde ja eher in Gotham Sirens dann. Ja, stimmt, genau, ne? Richtig, also ja. Ja, dann, stimmt, du hast recht. Ja, ja. Ja. Also, was ich mir tatsächlich fast statt dem Suicide Squad Film gewünscht hätte, wäre dann halt so eine Verfilmung von Mad Love oder was. Dann hätte man wirklich mehr auf die Beziehung der beiden eingehen können. Also hat man ja hier zum Teil, aber hätte man vielleicht noch ein bisschen ausbauen können. Ja. Und ja, das Triangel zu Batman dann halt geschlossen. Ja. Ja, oder vielleicht noch zu Robin dann. Also, ja. Ja, also wie gesagt, ich fand den Film durchwachsen, so als Fazit. Ja, Deadshot so ein bisschen weichgespült, ne? Ja, so, genau. Familienvater also, und das Kind und ja, und also, ob jetzt ein Model unbedingt zur Schauspielerin geboren ist, ist. Du meinst jetzt Enchantress? Ja. Ist auch so ein bisschen. Ja. Ja. Kann man sich drüber streiten? Ja, man kann sich echt drüber streiten, weil also ich habe jetzt eine Kritik gelesen, wo sie so ein bisschen an ihrem Rumgewackel kritisiert haben, wobei ich dann sagen muss, das kann auch eventuell da zur Darbietung gehören, also in dem Fall, dass die das einfach so gespielt hat, ja. Darstellen will, sie dann halt eben jetzt von dieser Macht da und aber war auch zu viel Bums, also das war irgendwie zu eine große Gefahr und irgendwie, also es war, das Team wird ja eigentlich so an ich sag jetzt mal so Agentenaufträge rangeschickt, an die sich sonst keiner rantraut. Ja, also und was. Dafür war es dann eigentlich die Bedrohung zu superheldenmäßig. Ich glaube, also das war halt das, was mich auch gestört hat an dem Film, weil in den Comics ist es ja wirklich so, das, was du eben gerade gesagt hast, das ist ein Team, was irgendwie meistens in. Dahin geschickt wird, wo sonst keiner hin kann, weil es zum Beispiel in China ist oder in einer fremden Regierung oder Kanada oder wherever, ja, also was es da ja alles gibt, ne, wo Russland. Aktuell Russland, genau, was ja auch eher mit Agentenstory dann auch, also eher was mit Geheimdiensten und sowas zu tun hat und dort wurde es, also im Film wurde es eher so als das Team auf Ersatz-Superheldentruppe, die eigentlich dann auch die Superhelden bekämpfen soll, wenn sie böse werden, also die anderen. Also wenn zum Beispiel, ich meine, großer Teaser war ja, was wäre, wenn Superman böse wird? Ja, das war ja immer so das Argument von Amanda Waller im Film, warum sie überhaupt diese Taskforce zusammenstellt. Und das ist halt eine ganz andere Prämisse als das, was oft in den Comics eigentlich ist. Und das war das, was mich am Ende auch gestört hat, also was nicht gepasst hat. Ja. Das war so ein bisschen eine Erklärung für Anos, weil was macht ein Superman, wenn ja. Also der sieht dann auch, oh, die haben eine Bombe drin, oh, zack, puff. Ja, der brutzelt die mal eben durch mit seinem Hitzeblick. Aber naja, gut. Ja. Ja, also wie gesagt, durchwachsener Film, zu viel. Irgendwie falscher Ansatz. Ja, falscher Ansatz. Gut, oder zumindest fragwürdiger Ansatz. Es waren ein paar sehr schöne Figuren drin. Also Harley Quinn fand ich toll. Amanda Waller fand ich auch gut. Da hätte der Fokus auf sie und vielleicht den Joker was weiß ich, gereicht. Ja, also. Genau. Also Amanda Waller hat mir auch noch gut gefallen. Aber ich mag Viola Davis auch als Schauspielerin sehr gerne. Die hat auch dieses gnadenlose Kühle ganz gut rübergebracht. Ja, definitiv. Ja. Ja. Filme. Naja, also als nächstes dann Wonder Woman und hoffentlich vielleicht dann doch nochmal irgendwann der. Sie sind schon am Drehen. Joker. Achso, du meinst den Joker-Film. Also, oder beziehungsweise Batman. Harley-Quinn-Film. Ja, mal gucken. Batman auf wünsche ich mir einfach. Aber naja, gut. Ja, also der ich meine, gerüchteweise soll ja so ein Film vielleicht kommen mit Harley Quinn, also so in Richtung Gotham City Sirens mit Batgirl und so. Also. Vielleicht ist dann auch drin, falls DC oder beziehungsweise Warner Brothers vorher das Film-Universum nicht in die Tonne tritt, ja. Die also bekämpfen dann was, was ich Parallax. Also ich meine, man muss ja auch sagen, es gibt ja so ein paar Gerüchte auch,
dass der, also was ich auch ein bisschen kritisch sehe in letzter Zeit, dass die ganzen Filmstudios in diversesten Filmen ziemlich stark eingreifen und die Regisseurin nicht mehr ihr eigenes Ding machen ja, lassen. Ja, das stand jetzt hier auch immer so im Hintergrund genau, in der Kritik. Ne? Ja, gerüchterweise bei Suicide Squad, bei Star Wars, bei dem neuen Star Wars soll es jetzt ja auch so sein. Ja. Und ich denke mal, Marvel, also ich meine auch Josh Whedon hat gesagt, er hatte ja zwischenzeitlich keinen Bock mehr mit Marvel Filmstudios zusammenzuarbeiten, weil die ihm halt viel zu viel vorgeschrieben haben. Ja. Und das finde ich... Das ist auch so ein bisschen der Grund, weswegen der... wer sollte denn eigentlich Ant-Man machen? Ja. Der Nassertoch. Mir fällt es auch von der Netto-Trilogie. Ja. Macht halt auch mit Simon Pegg zusammen. Ich komme gerade. Edgar Rice, richtig. Ja. Genau, ja. Der ist ja dann auch zurückgetreten ja. von dem Ant-Man-Film aus den gleichen Gründen. Und, auch die erste Regisseurin von Wonder Woman ist deswegen. Also man sagt ja dann immer kreative Differenzen, ja. Aber ich Ach, du machst dir schon. Ja. Ah. ich sehe es. Ich sehe es so ein bisschen mit Sorge. Also, ja. Weil ich denke mir. Das ist mit Künstlern, ich meine, wir haben es ja auch im DC-Universum gesehen, ja, wie, also, oder es hat schon einen Grund, warum auch es mittlerweile mehr Creator-Owned-Comics gibt und auch Verlage, die damit auch ihr Geld machen, ja, also wo man die Rechte nicht abtritt und ich meine, gerade im DC-Comics-Universum war ja auch, sag ich mal, Alan Moore, Watchmen, war ja da, glaube ich, so der ausschlaggebendste. Mal sehen, ob wir sowas demnächst vielleicht auch in den Filmuniversen haben, aber ich glaube nicht, da steckt halt mittlerweile auch Kohle drin. Das ist krass. Also, naja. Schauen wir mal. Wir sind gespannt auf die nächsten. Ich kann mal verdichten, gerade, was du da an Gedanken hattest. Also mit Watchmen und DC und. Nicht die Hörer auf der Strecke lassen. Nicht die Hörer auf der Strecke lassen. Du meinst den großen Konflikt mit Alan Moore und DC? Oder was meinst du jetzt damit? Achso, nee, ich dachte, du wolltest jetzt woanders hin. Aber Watchmen, den Film? Oder? Nee, auch nicht. Okay, dann sag mal. Dass Watchmen jetzt so mehr oder weniger ins DC-Universum integriert wird. Ach so. Aber da wolltest du gar nicht hin. Nee, da wollte ich gar nicht hin. Gut, dann vergessen wir das. Lieber Hörer, vergiss das wieder. Da spricht man anders mal drüber, wenn das Griff greifbarer ist, sagen wir mal so. Ja. Genau. Was haben wir denn noch? Es gibt ja zum Glück nicht nur die, die Filme, sondern es gibt ja auch Spiele. Ja. Wollen wir da nochmal kurz hin? Können wir gerne. Das also, dann fange ich mal an. Du darfst über die anderen sprechen. Ja. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich bin ein großer Lego-Fan. Echt jetzt? Nein, sieht man gar nicht, ne? ja. Lego hat drei sehr schöne Lego-Batman-Spiele rausgebracht. Mhm. Ich habe den ersten noch auf dem Nintendo DS gespielt. Mhm. Den zweiten leider noch gar nicht, weil den gab es dann nur für den DS 3D und für die PlayStation 3, die ich nicht besitze. Und habe mir jetzt aber, nachdem ich eine PlayStation 4 gekauft habe, den Gotham Beyond geholt, also den dritten Teil davon. Mhm. Und also was ich so an Lego liebe und was ich an den Lego-Spielen so liebe, die haben ja dann auch immer so schöne Tricksequenzen drin. Mhm. Und also gerade bei jetzt bei dem Batman 3 Spiel ist da auch fast die komplette Justice League vertreten und die nehmen immer alles nicht so ganz so bierernst. Also wenn ihr mal den neuen Lego Batman Movie Trailer gesehen habt, dann wisst ihr, was ich meine. Dementsprechend sind die Einspieler beim Spiel auch. Okay. Also es ist echt so schon auch Fanservice dabei. Ja, für Leute, die Comics kennen, aber es ist teilweise auch echt sehr lustig, sehr schön gemacht und gutes Gameplay ist halt bei allen Spielen ähnlich. Man sammelt irgendwelche Münzen auf, man kämpft gegen irgendwelche Gegner, ja, Lex Luthor, den Joker. Genau, man wechselt zwischen den Charakteren, um verschiedenste Sachen freizuschalten, um halt auch auf verschiedenen Wegen irgendwo hinzukommen. Die haben auch alle verschiedene Fähigkeiten. Ja, genau, ja, und also es ist
macht einfach Spaß. Also ich mag die echt gerne. Mhm. Ja, und jetzt haben sie ja mit Lego Dimensions ja auch dann noch mehr, also da sind ja auch Teil, Lego Dimensions ist ja dieses große Lego-Spiel, mhm. was verschiedenste Universen zusammenbringt, also unter anderem halt auch DC, aber auch Herr der Ringe. Vergleichbar mit, also vom Spielkonzept mit diesem Skylanders hat sie angefangen. Genau, und Disney Infinity, genau. Also vom Spielkonzept ähnlich, nur dass wir halt hier halt diese, also ist das eigentlich auch echt Nerd-Service, ne? Also mhm. gibt Simpsons, Portal, Ghostbusters, Doctor Who und echt schöne Welten. Mhm. Ja, also macht wirklich Spaß und wie gesagt, DC ist auch ein Teil davon und es gibt dann verschiedenste Figuren und ich mag die echt alle gern und die sehen auch toll aus. Es gibt Wonder Woman mit einem unsichtbaren Flugzeug. Oder also im Starter-Set ist Batman mit einem Batmobil halt dabei. Ja. Ja, Superman, Aquaman und es kommen halt immer wieder neue dazu. Also ich bin gespannt. Ja. Ja. Und du hast ja eher so die dunkleren Ach so, ich Welten. Hab ja, die, ja, ich habe dann eher die Arkham Asylum-Reihe gespielt. Hm. Und ja, war super. Nee, also war wirklich sehr nah am Batman-Universum, war schön hm. dunkel und düster, hat aber trotzdem seine eigene Geschichte erzählt. Also hm. das hat sich ja alles auch so ein bisschen aufgebaut. Also Arkham Asylum erst im ersten Teil auf so einer Insel gelegen und mehr oder weniger abgeschottet. Das mit dem abgeschottet hat man dann im zweiten Teil wieder aufgegriffen, mhm. aber hat das Ganze auf einen Stadtteil von Gotham ausgelegt. Mhm. Und ja, und im dritten Teil sagen wir jetzt mal nichts zu. Es mhm. ist so ein bisschen der Teil, der aus der Reihe schlägt. Das ist doch, ich dachte da doch was zu. Und zwar hat sich Warner Bros. Gedacht, naja, Rocksteady ist gerade so ein bisschen beschäftigt. Also Rocksteady ist jetzt das eigentliche Entwicklerstudio hinter der mhm. Arkham-Reihe. Wir versuchen das selber mal. Oh. Warner Bros. Interactive. Ja, und ging halt nach hinten los. Oh. So okay. ein bisschen. Also man hat dann gesagt, naja, gut, wir lassen die offizielle Geschichte Rocksteady weitererzählen, aber wir bringen halt mal so eine Vorgeschichte mhm. dazu, also einen jüngeren Batman und naja, war eher so nichtssagend. Außerdem konnte man dann den, also nee, müsste ich jetzt spoilern, und im dritten Teil, also im eigentlich dritten Teil, Arkham Knight, geht's mhm. dann praktisch, findet die ganze Geschichte so mehr oder weniger ihren Abschluss. Ah ja, okay, ja, cool. Aber wie passen denn da eigentlich die Comics rein? Weil es gab ja auch eine so ein bisschen so eine Comicreihe, die davon inspiriert wurde. Also ich habe ein, zwei gelesen. Ich fand das Artwork ganz interessant. Ja, ich glaube, das sind Fill-In-Stories oder Vorgeschichten. Ah, okay. Also es ist halt also nichts, das ist, es ja. erzählt nicht die Geschichte vom Spiel nach. Ich glaube nicht. Okay. Aber ich weiß es jetzt auch nicht hundertprozentig, weil ich die nicht gelesen habe. Ja. Ja, ich weiß nicht, ich habe halt das Spiel nicht gespielt, aber die Teile von denen passt gut. Aber da bringt es mich gerade zu was. Und dann kann ich nochmal meine flammende Rede halten für Injustice. Ja, stimmt. Wo das ganz gut mal geklappt hat mit dem Comic auf Spielbasis. Also das Spiel an sich ist relativ schnell erzählt, hat eine relativ kurze Story. Es geht halt im Grunde darum, es spielt in zwei verschiedenen Paralleluniversen, also zwei etwas versetzt verlaufenden Zeitsträngen, kann man sagen. Und genau, und das, was passiert, der Joker dreht halt völlig am Rad, bringt Superman dazu, dass er fast seine Frau tötet, also Lois Lane. Nein, er bringt sie dazu, dass sie, dass er sie tötet. Mhm. So, und ist jetzt auch kein großes Spoiler mehr, weil das Spiel ist lange noch draußen. Sagen. Und zusätzlich vernichtet er noch Metropolis mit einer Atombombe. Mhm. Zack. Das ist erstmal heftig. Und in einem anderen Universum passiert dasselbe fast, aber da kommen dann zum richtigen Zeitpunkt noch der Batman aus dem vorhergehenden Universum und sagt, Vorsicht, hier nicht weiter an der Stelle, halte den auf und so weiter und so fort. Und
Genau, und die ganze Geschichte, aber die ganze Vorgeschichte hat man ja relativ schnell erzählt. Mhm. Also, was da so passiert ist. Aber was ist denn dann passiert, dass sich Superman zu diesem totalen Regime entwickelt hat? Mhm. Also, das hat man im Spiel ein paar Jahre ausgelassen und die, die Jahre werden im Comic gefüllt. Ah, okay. Und das ist ziemlich umfangreich und ziemlich interessant. Also, das, da funktioniert das ganz gut. Also, das heißt, wenn ich eigentlich die komplette Geschichte kennen möchte, müsste ich Spiel spielen und also Comic lesen. Um noch so die geradlinige Rahmenhandlung zu haben, reicht es, das Spiel zu spielen, aber wenn du mehr wissen willst, wie kam es jetzt dazu? Ah, okay. Hm? Warum ist dieser Robin der, oder dieser Nightwing vielmehr der, der da ist im Spiel, dann solltest du das Comic lesen. Okay. Das ist jetzt ein Beispiel. Ja. Oder warum hüpft Hal Jordan als Yellow Lantern rum oder und so weiter und so fort. Ja. Ja? Also ich habe ja, ich bin natürlich gerade überlegen, also ich glaube, ich habe die ersten drei gelesen, die anderen liegen jetzt gerade noch auf dem To-Read-Stapel, wie so vieles andere auch. Aber ich fand die interessant, ich fand die Prämisse irgendwie auch interessant. Also hat schon, macht Spaß. Also ich habe halt, ich habe mir halt letztens nicht das Spiel geholt. Mhm. Ja, ich hatte nur kurz gelesen. Wobei ich meine, im Comic kriegt man ja auch schon mit, warum, also was da jetzt, sage ich mal, passiert ist, ja, gleich am Anfang. Die Einstiegsgeschichte ist eigentlich direkt im ersten Band auch erzählt. Aber wie geht die Entwicklung weiter, damit es dann zu dem Start? Wie gesagt, das eine Universum ist dem anderen halt ein paar Jahre voraus. Und wie es dazu kam, dass es praktisch zu dem Status quo ist, bevor sie praktisch in das andere Universum reisen, das wird dann in den Comics erklärt. Ah ja, okay. Hm. Also wie gesagt, die Comics haben mir eigentlich auch echt gut gefallen, die haben Spaß gemacht und auch das Artwork war ganz schön. Es war noch was anderes, das ist wie bei Arkham Asylum, auch so ein bisschen, nicht so geradlinig. ich gebe es ja zu, ich mag manchmal nicht so geradlinige Sachen, die vielleicht doch auch ein bisschen noch, sag ich mal, ja gut, das ist ja alles Kunst, aber doch nochmal so eine andere, künstlerische Note halt haben, sag ich mal, ja, also nicht dieses normale Comic-Design, was man sonst so kennt, ja. Ja. Um es mal irgendwie zum Schreiben. Ja. 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 Ich glaube, damit haben wir so, hat das grobe DC-Universum so in allen in allen Ausprägungen umrissen. Ja. Umrissen natürlich nur. Wir hätten natürlich viel mehr ins Detail gehen können. Vielleicht machen wir das auch noch an der einen oder anderen Stelle. Wolltest du noch was über Lego sagen? Oder es gibt ja auch DC-Lego. Es gibt auch DC-Lego. Ja, ja, es gibt ja natürlich auch die DC-Lego-Spiele. Natürlich gibt es auch DC-Lego. Ja, klar. Ja, aber ich muss sagen, die Sets sind mir zu klein. Also, bis auf das natürlich auch das das größere Set, aber was ein bisschen teurer ist, es gibt ja dieses Batman nach der Batman-Fernsehserie das Set, Kostenpreis glaube ich 250 Euro, also schon ordentlich, ist auch, bist du das? Ich weiß nicht, wer es ist. Es klingelt oder so. Ja. Ja. Es, vielleicht ist es auch das Signal. Aufzuhören. Nee. Ja. Also gibt es schon. Also. Aber was an dem Set schön ist, ist das Batmobil. Wenn es das einzeln geben würde, dann hätte ich es mir gekauft. Aber so das komplette Set, ich weiß nicht. Dafür ist es mir nicht hinstellenswert. Okay. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ist auch vom Platz her einiges. Es passt ja eh nichts mehr rein. Also. Genau. Schon wieder. Was ist das denn? Na gut. Ich glaube, das ist wirklich das Signal. Oder sind wir jetzt gerade zu laut oder irgendwie was? Ja, keine Ahnung. Irgendeine Rückkopplung. Ja. So. Gut. Dann war es mir eine Freude. Ja, hat Spaß gemacht. Dass ich mal zu Gast sein durfte hier. Und ja, hoffe doch, dass das wieder klappt. Ja. Mal wieder, wenn demnächst. Wir das geeignete Thema haben, gerne. Das nächste Mal reden wir über Marvel Comics. Ja. Christina schweigt 2 Stunden. Ich schweige 2 Stunden, du erzählst. Super Idee. Ich?
Nein, oder ich stelle die Fragen. Nee, dann müssen wir Matthias wahrscheinlich dazu holen. Ja, das stimmt. Das ist dann, da geht's. Dann Gehalt dieser Folge wäre dann. Snickt. Knock, knock. ja. Genau. Ja. Matthias, wir machen nur Spaß. Ja. So. Du meinst es auch gar nicht ernst. Nein. Zumindest erkennt fast uns nicht. Doch. So, genau. Bevor wir uns jetzt verhaspeln, ja. Vielen Dank und sag nochmal Tschüss zu den Hörern. Ja, tschüss. Tschüss. Das war's aber noch nicht. Im Anschluss gibt es noch den guten Breedstorm und der hat noch einige Comics gelesen, über die er auch noch ein bisschen was berichten möchte. Viel Spaß. Weiter geht's nach der Musik. Anything you can do better. I can do anything better than you. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. Yes, I can. I can melt a glacier with my optic lasers. I can beat a whole gang with a single batarang. Guns have no effect on me. Is that right? Yes. Kryptonite. Ooh. Any foe you can beat, I can beat faster. I can beat any foe faster than you. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. Yes, I can. Wow, Batman, you really can drop those villains. Oh, thanks, Supes. Now watch me drop the beat. When I'm disguising, cover of Forbes, you're just a Ray-Ban advertisement. You got super strength, super speed, but you have limits. You're slaving away 9 to 5 in a dying business. Bruce Wayne is your alter, a bit heavy on the ego. You probably still love Alfred, wipe your ass as far as we know. Take a tidbit from your nemesis and learn to take a joke. I'd still be a superhero, even if I were broke. Between newspapers and phone booths, your whole shtick is irrelevant. Your entire day is ruined by a sparkly green element. You've got all these random powers, but I don't see you using them. They call you the Man of Steel, but I'm gonna crush you like aluminum. I'm faster than a bullet, have more power than a train. Fly first class all the time, and I don't need to use a plane. You have all these shiny gadgets, but they won't save me this time. Mm-mm. That fancy belt has everything, except a solid punchline. Oh. I drop the beat harder than these worthless Gotham criminals with onomatopoeia so the pain ain't subliminal. When you get dressed to fight crime, how many hours does that take? Black tights, pointy ears, you're Catwoman with a cape. You're adopted. How are your parents? How's your planet? That's it, let's finish this. Anything you can do, I can do better. I can't do anything better than you. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No. So, Freunde der Nacht, diesen Monat hat es ja mit Steffen und mir leider nicht geklappt, aber er hat ja noch fleißig einiges an Inhalt produziert, welches er schon hier vorgehangen hat. Als erstes möchte ich den Gewinner von dem Gewinnspiel bekannt geben, was wir unlängst hatten, wo es um die Weichblech-Comics ging. Und zwar hat das gewonnen Andi vom Das Alles-Podcast. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben ihn schon oft erwähnt, aber wie gesagt, schaut euch einfach mal die Homepage von ihnen an. Das alles macht einen Podcast, wo es sehr viel um Film geht, aber auch um Comics. Und regelmäßig sind auch Gäste dabei, was ich immer sehr interessant finde. Manchmal geht es auch um Spiele, Brettspiele, alles breit gefächert. Schaut mal rein, da ist jeweils für jeden auf jeden Fall was dabei, wie der Name schon sagt. Das alles. Und ja, besonders in letzter Zeit immer gern gehört die Interviews mit diversen Künstlern aus dem Umfeld dort unten. Also hört einfach mal rein. Bei uns geht's jetzt weiter mit Rezensionen. Und ja, als erstes natürlich wieder mein Guilty Pleasure so ein bisschen. Die Serie Trigan von Mike Butterworth und Don Lawrence ist aktuell erschienen, Band 5, mit den Namen Eroberungspläne
Und es sind zwei sehr lange Geschichten enthalten. Sonst die Geschichten in den ersten Bänden waren immer relativ kurz, aber im Laufe der Zeit wurden die wohl immer länger. Und aktuell ist hier drin enthalten die Herrschaft der Kaiserin Tara. Und zwar ist es eine Verwandte von Trigo, die gerne das Reich Trigan übernehmen möchte und das sogar schafft, durch die ein oder andere Intrige, die da gesponnen wird. Und so müssen Trigo und sein Bruder fortan als Galeerensklaven ihr Leben fristen, während das Land nach dem Motto Brot und Spiele plötzlich von der einen oder anderen bösartigen Macht regiert wird. Aber wie ihr wisst, natürlich, die Serie läuft noch ein bisschen und so schaffen sie es natürlich auch hier am Ende der Geschichte, das Land wieder zu übernehmen. Aber der Weg dahin ist ja bekanntlich immer das Ziel. Und ist wieder sehr einfallsreich, was hier abgeliefert wurde. Dieses Mashup zwischen Science Fiction und teilweise Fantasy und Antike ist sehr, sehr interessant. Man denkt natürlich immer, okay, auf der einen Seite fliegen sie schon mit diversen Strahlenjets durch die Gegend und mit Strahlenpistolen und andere reiten noch auf ihren Pferden durch die Gegend. Aber wie es so ist, eigentlich ist es bei uns auf der Welt ja genauso. Da gibt es auch noch Gegenden, wo der Fortschritt noch nicht so weit ist und Gegenden, wo der Fortschritt vielleicht schon zu weit ist. Und ähnlich ist es da halt auch. Interessant ist hier besonders, dass eine Figur eingeführt wird, die später noch immer wieder regelmäßig vorkommen wird, und zwar ist es Roffa. Roffa ist so eine Art Erfinder. Ich hatte es ja eben schon gesagt, es gibt schon Strahlenjets oder sowas, die Trigos Volk eigentlich vom anderen Volk übernommen hat. Trigo selber war ja Anführer mit seinen Brüdern zusammen von so einem Reitervolk und die haben dann einfach die Technik der anderen weiter benutzt. Aber Roffa, der so ein bisschen aussieht wie der Vater von Michael J. Fox in Zurück in die Zukunft, also von Marty McFlys Vater quasi. Der hat so eine Art Doppeldecker erfunden, wobei das in der Art eigentlich ein Viererdecker ist. Und auch dieses Gerät wird in der Geschichte weiter eine zentrale Rolle spielen, aber auch das zeigt wieder, die unterschiedlichsten Regionen und Zeitepochen, die hier verwendet werden. Ja. Immer wieder hat Mike Butterworth auch aktuelle Themen einfließen lassen in seine Serie. Und so kommen wir zu der zweiten Episode, die da drin enthalten ist. Und zwar heißt das Der Herr über Leben und Tod. Und zwar geht es da um einen bösartigen Wissenschaftler, der es schafft, ein paar triganische Marinesoldaten zu entführen und die zu zwingen, für ihn mit seiner Mondrakete auf dem Mond zu landen. Auch da ist natürlich wieder ein bisschen abstrus. Warum schafft das nicht, einfach sich ein paar Schergen dafür zu holen? Warum braucht er da Marinesoldaten? Aber die Eroberung des Mondes, von dem man sich sehr, sehr viele Rohstoffe verspricht, wie es zu der Zeit, wo die Geschichte geschrieben wurde, wohl auch war. Ja, also die sind ja nicht aus Spaß zum Mond hochgeflogen, sondern es ging natürlich um das Prestige, aber man dachte, vielleicht findet man auch was man sehr gut benutzen kann im Kalten Krieg da oben. Und die Eroberung des Triganischen Mondes könnt ihr euch anschauen. Freut euch schon mal auf haarige Monster, auf Tentakelmonster und richtig schöne Oldschool Science Fiction. Wie gesagt, gebt der Serie gern mal eine Chance, auch wenn es bisweilen auf jüngere Leser vielleicht ein bisschen altbacken merken wird, aber die Zeichnungen hier, die sind wirklich über jeden Zweifel erhaben. Zu was ganz anderem kommen wir bei der nächsten Rezension, und zwar habe ich mal wieder ein bisschen in Richtung Superhelden was gelesen, was in letzter Zeit bei mir nicht so oft vorkommt, weil viele Sachen sind nicht mehr so, wie ich sie gern lesen möchte, deswegen habe ich da ein bisschen Abstand von genommen, aber die Palette an dem, was man in Deutschland mittlerweile wirklich lesen kann, ist ja riesig groß. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir Wolverine rausgesucht, die neue Serie, die im August 2016 begonnen hat. Und zwar, wie ihr alle wisst, ist Wolverine tot. Das ist jetzt kein großartiger Spoiler, weil es schon diverse Zeit her ist.
Und wir wissen alle, er wird wie irgendwann wieder auftauchen, wie alle in Superhelden-Comics irgendwann wieder auftauchen, wenn die Fans nur laut genug schreien. Aber aktuell hat das alte Kostüm von Wolverine rausgekramt, der Klon von Wolverine. Und zwar ist das die junge Dame mit der Bezeichnung X23, auch Laura Kinney genannt. Und ja, nach einigen Hin und Her hat sie sich entschlossen, den Namen ihres ja, Vaters, kann man schlecht sagen, aber ihres Genlieferanten weiterzuführen. Und die gute Laura beginnt gleich mit einer sehr actionlastigen Geschichte in Frankreich. Natürlich wird sich rund um den Eiffelturm geprügelt. Und die gute Laura ist auf der Suche nach diversen Assassinen, die da ihr Unwesen treiben. Und am Ende der Geschichte schafft sie es, auch mit Hilfe ihres aktuellen Freundes, das ist nämlich Angel von den X-Men, was natürlich schon ein bisschen strange ist, weil ja die Altersdifferenz dürfte doch erheblich sein. Aber zeichnerisch sieht man das gar nicht so. Also die könnten durchaus fast ein Jahrgang sein. Jedenfalls am Ende des ersten Bandes schaffen sie es, einen Assassinen umzubringen, und es stellt sich heraus, dass er das gleiche Gesicht hat wie die Laura. Und sorry, ich musste gerade unterbrechen aufgrund eines epischen Hustenanfalls. Ist immer schwierig, wenn man allein podcastet. Dann hat man nämlich keine Pausen, wo man mal kurz sich einen Schluck Mate in den Hals kippen kann. Jedenfalls die gute Laura schafft es am Ende, den zu besiegen, und es stellt sich heraus, dass er das gleiche Gesicht hat wie sie, was natürlich die Vermutung nahelegt, dass sie nicht der einzige Klon gewesen ist von Wolverine. Und so entspinnt sich die Geschichte weiter. Und ja, mich hat das Ganze überraschend gut unterhalten. Ich hatte keine großen Vorstellungen, wie das Ganze mal werden könnte. War sogar sehr vorsichtig, weil ich dachte, naja, okay, jetzt ist es gerade wieder modern, Geschlechter wechseln, Hautfarben wechseln, ähnliches. Bei den Superhelden, das passiert ja an allen Ecken und Enden. Aber Tom Taylor, der Autor, hat es dann doch geschafft, mich in seinen Bann zu ziehen mit der Geschichte. Und ja, kann man nicht meckern. Man gewinnt sogar einige Sympathien für noch ein paar Nebenfiguren, auf die ich noch nicht näher eingehen möchte. Das müsst ihr schon selber lesen. Eine Wendung ist natürlich auch, dass es Wolverine jetzt kein Heft mehr ist, sondern wirklich wie so ein Trade mit dem Inhalt von 6 UF-Heften. Und hat natürlich den Vorteil, dass man sich das Ganze in einem Rutsch dann gut reinlesen kann. Also ist auf jeden Fall für jemanden, der da ein bisschen Faible für die Figur hat, eine lesenswerte Lektüre. Ein bisschen sperriger hingegen geht es in der Serie Providence vor. Alan Moore und Jason Burrow sind das Künstlerteam, die wir auch schon bei anderen Serien zusammen gesehen haben. Und ja, was Alan Moore macht, macht er richtig. Und hier hat er sich vorgenommen, er möchte halt den Lovecraft-Mythos so ein bisschen auseinandernehmen, analysieren. Und das Ganze macht er in Form eines Reporters, der sich im Neuengland zu Lovecrafts Zeit umherbewegt und die verschiedenen Plätze und Orte, wo die Geschichten spielen, aus dem Lovecraft-Universum einfach anläuft und das analysiert. Und ja, da trifft er allerlei Figuren, die aus den Geschichten bekannt sind. Was natürlich für den Kenner wahrscheinlich ziemlich cool ist. Ich kenne jetzt die Geschichten nicht hundertprozentig. Sicherlich 2, 3, 4 Lovecraft-Geschichten kriegt man zusammen. Aber hier sind auch einige dabei, von denen ich noch nie irgendwas gehört habe. Und all das wird sehr, sehr dicht verwoben bei Moore. Und ja, das ist keine Lektüre, die man so nebenbei mal schnell in der Mittagspause weglesen kann. Da muss man sich wirklich sehr drauf konzentrieren. Aber die besondere Atmosphäre, die bei Lovecraft immer zu spüren ist, also dieses, ja, diese gewisse Kälte, die dann Einzug hält, wenn sich irgendwas spontan verändert oder sowas in den Geschichten, die ist auch hier sehr gut getroffen. Und ja,
das, er trifft auf wundersame Wesen und Erscheinungen. Es geht nochmal viel in Richtung altes Ägypten, wird noch damit verwoben. Natürlich der Cthulhu-Mythos ist allpräsent. Also es ist eine sehr, sehr breite Dichtatmosphäre, die er da angelegt hat, die nicht jedem gefallen wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also ich glaube, wer denkt, dass das liest er mal so nebenbei weg, der wird das nicht schaffen. Es sind schon am Ende jeden Kapitels, was hier erschienen ist, sind schon seitenlange Tagebuchauszüge aus dem Tagebuch des Reporters drin, wo der seine Wahrnehmung von den Szenen, die wir vorher gesehen haben, nochmal mit reinnimmt und wo das Ganze nochmal viel, viel intensiver dargestellt wird, als es in dem reinen Comic der Fall ist. Und ja, kein Alan Moore ohne Skandal. Auch hier gibt's wieder, würde es, denke ich mal, aufgrund von einer gewissen Sexszene, die hier vorangetrieben wird, auch zu kontroversen Diskussionen kommen. Speziell in Amiland bin ich mir da ziemlich sicher. Aber es passt halt alles ganz genau zusammen, genau wie er es geschafft hat. Diverse Pulp-Helden in die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen zu vereinen. So hat er es hier geschafft, einen roten Faden zwischen die ganzen Lovecraft-Geschichten zu weben. Und ja, für jemanden, der wirklich sich für diesen Geschichtenbereich interessiert, ist es, glaube ich, wirklich ein Traum. Wenn man noch nie was von Lovecraft gehört hat, sollte man wahrscheinlich wirklich erst die ein oder andere Geschichte davon lesen. Und ja, also es ist kein guter Startpunkt für das Thema. Es ist aber ein sehr schöner Bonus, wenn man dieses Thema wirklich mag. Bonus kann man auch vom nächsten Band sagen, dass es ein Bonus ist. Und zwar ist das ein Suicide-Band mit Namen Jagd auf Harley Quinn. Der kontrovers diskutierte Film, der ja unterm Strich von den wenigsten positiv aufgenommen wird, hat es ermöglicht, dass dieser Band herausgekommen ist. Die Geschichten waren schon mal in zwei Einzelbänden erschienen und ich denke anlässlich des Films, ist ja immer eine gute Werbung für einen Comic, hat Panini das Ganze nochmal rausgebracht. Und zwar ist das hier eine Suicide Squad, die sehr geprägt ist von Harley Quinn, Deadshot und anderen Figuren wie Captain Boomerang und noch weitere, die dann drin auftauchen. Die Suicide Squad ist ja quasi ein Zusammenschluss von Schurken, die für die Regierung irgendwas im Austausch für ihre Freiheit oder für bessere Verhältnisse im Gefängnis, was auch immer, erlangen können. Und ja, das Ganze geschrieben hat hier Adam Glass, der auch Supernaturals gemacht hat. Und er hat da wirklich eine schöne, passable Geschichte, auch im zwischenmenschlichen Bereich von den Figuren geschaffen. Mit jeder Menge Action, einer sehr Vamp-mäßig dargestellten Harley Quinn. Am Anfang, wo die im Cartoon aufgekommen ist, die Figur, Harley Quinn ist ja keine Figur, die im Comics erstmal erschienen ist, sondern in der 90er Cartoon-Serie, war sie ja sehr fixiert noch auf den Joker, was zweifellos immer noch so ist. Aber der Ton in dieser Serie ist ein deutlich rauerer, ja, realistisch will ich noch nicht mal sagen, aber härterer Tonfall halt. Und ja, hier beginnt sie sich natürlich noch für weitere Menschen zu interessieren. Und es tauchen auch einige Schurken drin auf, die mir bislang noch nichts gesagt haben. Tja, und ob die gute Harley am Ende ihren Pupsi da noch findet, das werdet ihr wahrscheinlich dann selber rauslesen, wenn ich so die ein oder andere Geschichte lese. Glaube ich, dass ich mit dem Schauen des Films noch einiges warten werde und vielleicht doch den ein oder anderen Suicide Squad Comic mir nochmal zu Gemüte führe, weil hier wird wirklich sehr großes Blockbuster Comic quasi gemacht und ich denke, es war eine gute Entscheidung, das ganze Ding nochmal zu veröffentlichen.
Unterm Strich werdet ihr mit dem Comic wahrscheinlich, wie ich gehört habe, mehr Spaß haben als mit dem Film. Aber hey, bildet euch euer eigenes Urteil darüber. Schaut mal, wie das Ganze so kommt. So, durch den Splitter-Podcast, den wir neulich mal aufgenommen haben, zum Thema 10 Jahre Splitter mit Horst Gotter, bin ich jetzt immer üblich dazu übergegangen, auch mal ein paar Sachen aus meinem Pile of Shame rauszulesen. Und zwar gibt es ja immer, ja, der Lesestapel hier wird immer größer. Speziell mit Nachwuchs ist es natürlich etwas schwieriger, etwas Zeit zu finden, in Ruhe zu lesen. Aber da habe ich noch einen älteren Splitterband rausgezogen. Und zwar ist das gute Stück betitelt Wo sind die großen Tage geblieben? Und ja, geschrieben ist das Ganze von Jim. Und der gute Jim, den hatten wir ja schon das öftere Mal im Podcast. Der macht unter anderem auch sehr, sehr viele, ja, Comics über zwischenmenschliche Themen und Abgründe. Wie zum Beispiel Die Einladung, Süße Versuchung, Sonnenfinsternis war sehr, sehr starker Band von Jim. Aber er macht natürlich auch andere Sachen wie Fantasy-mäßig, wie Der Engel und der Drache, Fee und ähnliches. Von dem Zeichner Defengi, oder wie immer er ausgesprochen wird, haben wir noch nichts gelesen. Aber ich sag mal, optisch geht das auch sehr in Richtung, was wir schon in Die Einladung oder in Eine Nacht in Rom gesehen haben. Also sehr, sehr weiche Zeichnungen haben wir da. Hier ist sogar ein gewisser Manga-Einfluss zu spüren bei den Gesichtern. Sieht man deutlich. Aber das Ganze ist wieder eine Beziehungsgeschichte. Und zwar geht es da hauptsächlich um einen jungen Mann, der eine Tochter hat, der eine Frau hat. Und er lebt in Paris. Und ja, sie haben jetzt, trifft sich gern mit seinen Freunden, hat drei an der Zahl, joggen gern zusammen, unternehmen gern was zusammen, bis dann der eine von ihnen sich umbringt. Und ja, Jim schmeißt uns mitten in die Geschichte rein. Am Anfang weiß man sehr, sehr wenig, was da jetzt genau passiert ist und wie da die einzelnen Sachen abgelaufen sind und warum vielleicht die Hauptfigur so reagiert, wie sie reagiert hat. Aber es geht um sehr, sehr viel mehr als aufzuarbeiten, ja, wie die Beziehung zwischen den Freunden war, sondern es geht auch um die Beziehung mit seiner Frau. Und es hört sich jetzt nicht ja, nach etwas an, was ich normalerweise lesen würde, weil dieses, aber es ist, das Ganze ist natürlich auch keine Romantikgeschichte oder sowas. Also da ist es sehr weit von entfernt. Denn der selbstmörderische Freund der Herrschaften hat jeden von dem was hinterlassen. Und da sind sehr, sehr abstruse Geschichten dabei, was er ihnen hinterlassen hat. Und sie wissen am Anfang gar nicht genau, hat er damit einen Plan gehabt, was soll das Ganze, ist es vielleicht ein Rätsel, was die lösen müssen. Und diesen Mischmasch, den gibt's in Wo sind die großen Tage geblieben, was natürlich so ein bisschen wehmütiger Rückblick auch ist auf ja, auf die goldenen Zeiten, die man in seinem Leben irgendwann mal hatte. Die Älteren werden wissen, was ich meine. Ja. Und ja, das ist einfach, trotz dass es überhaupt kein actionreicher Band ist oder sowas, hatte ich Schwierigkeiten, den wirklich wieder aus der Hand zu legen. Im Prinzip ist es in einem Band abgeschlossen. Das sind wohl ehemals zwei Bände A 56 Seiten oder sowas wird da drin gewesen. Nee, oder drei. Also insgesamt sind es tatsächlich über 150 Comic-Seiten, die da drin waren. Und ja, man ist dann auch fertig irgendwann, wenn man den durchgelesen hat. Und ja, macht, was ein guter Comic aus der Machart immer machen sollte, dass es zum Nachdenken anregt, zum vielleicht ein bisschen Selbstreflexion. Und das schafft der Band sehr gut. Wie gesagt, ist nicht mehr der aktuellste Band von Splitter, aber ein wirklich gutes Ding. Und es hat mich wieder mal bestätigt, dass ich
in Zukunft noch das ein oder andere mehr von Jim lesen will, wenn ich mal demnächst in die Tiefen des Lesestapels vorgegriffen habe. Ja. Jo, das war's für diesen Monat. Ich hatte noch das ein oder andere in petto, aber der liebe Steffen hat angekündigt, dass er verschiedene Sachen auch noch lesen will und dass wir mal tatsächlich was zusammen besprechen können. Und zwar wird es sein, das gute Starlight von Mark Millar werden wir demnächst noch bereden. Und I Hate Fairyland wird auch auf dem Programm stehen. Ich bin gespannt, ob der Steffen es bis zur nächsten Episode schafft. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bis denn. Ciao. Comic-Cookies sind eine Produktion der Comic-Community. Schickt uns Kommentare im Blog, bei Facebook, bei Twitter oder als Audio über Audioboo. Wir freuen uns außerdem über jede Bewertung bei iTunes oder podcast.de. Alle Infos dazu und zu unserem Podcast findet ihr online unter podcast.comic-community.de. Vielen Dank.